Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ja, wir trotzen heute der Gefahrensituation draußen im richtigen Leben und schließen uns zu Hause ein und spielen eine Runde Pen and Paper Rollenspiel. Und zwar spielen wir Hunter. Und zwar in irgendeiner komischen Mixtur aus allen möglichen Hunter-Versionen, die so draußen rumkeuchen und fleuchen. Und zudem auch noch gemünzt auf die 5. Edition von Vampire the Masquerade. Also, ja, viel Eigenzeug. Und heute mit dabei der Pölle als Jethro Thomas. Guten Tag. Genau. Und ja, J-Over 0204 als Dale Anderson. Abend. Und The Impossible Girl als Clara Stewart. Hallo. Und last but not least, Dreihänder spielt uns heute den Cyrus Navid. Hallo. Jawohl. Ja, kurzer Disclaimer vorweg. Wir spielen in der World of Darkness und wir spielen ein Rollenspiel. Das heißt, ersteres bedeutet, wir haben ein Setting gewählt, in dem es durchaus düster und ein bisschen böse zugehen kann. Falls ihr irgendwie was hier heute seht, was wir anspielen, was euch irgendwie anfasst oder irgendwie euch Probleme macht, euch triggert, einfach ausschalten. Wir nehmen euch das nicht übel. Guckt euch irgendwas anderes an und dann seid ihr sicher. Wir zwingen ja keinen hier mit vorgehaltener Waffe, uns zu gucken. Und die zweite Sache, wir spielen ein Rollenspiel, das heißt, meine Spieler und ich, wir spielen Rollen. Das heißt, das, was wir hier machen, das sind nicht wir, sondern wir verkörpern andere ja, Gestalten wie ein Schauspieler und vielleicht sogar besser. Und ja, bitte im Kopf behalten. Nicht, dass irgendwer nachher sagt, hier der Pölle, der ist ja voll der komische Computer-Nerd. Dabei stimmt das gar nicht. Ey! Ja, okay. Ja, ist die erste Folge heute. Falls ihr die Preludes noch nicht gesehen habt, die Charaktere Cyrus, Dale, Clara und Jethro haben alle schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in der World of Darkness. Und haben auch alle schon ein bisschen Kontakt gehabt zu Vampiren oder zu einer Hunter-Organisation. Und ein bisschen ist es schon angeklungen im Prelude von Jethro Thomas, dass Jethro dafür zuständig ist, jetzt ein Team zu bilden, um es in die Stadt zu holen, in der er lebt. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob Jethro das schon so rechtlich rausgekriegt hat, aber seine Stadt, in der er lebt, hat keinen Namen. Und ja, anscheinend scheint das niemanden zu interessieren. Ja, Dale und Clara haben, sind beide angehende Pastorinnen und Pastoren. Genau, Cyrus eigentlich auch, aber die sind irgendwie getrennt voneinander, irgendwie in der Ausbildung unterwegs gewesen. Dale und Clara waren im Predigerseminar in der Stadt Corpus Christi unterwegs und haben da schlimme Dinge erlebt. Und ja, wenn ihr genau wissen wollt, was da passiert ist, müsst ihr euch das Prelude anschauen. Und Cyrus ist schon ein bisschen weiter in seiner Ausbildung, der war ganz kurz davor, seine erste Stelle anzutreten. Aber auch er hat mit den Obdachlosen der Stadt Corpus Christi ein paar merkwürdige Begegnungen gehabt, der übernatürlichen Art. Und alle haben die Organisation Mother, eine Hunter-Organisation, kennengelernt, die sie rekrutiert hat. Aufgrund, weil Cyrus, Dale, Clara und Jethro alle irgendwie eine Art übernatürliche Begabung zu haben scheinen. Und eine merkwürdige Verbindung zu den Schatten da draußen. Und Jethro war schon immer Computer-Hacker, Nerd und hat über diesen Weg herausgefunden, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist mit der Welt. Und ja, vielleicht starten wir dann an der Stelle, wenn ich Jethro mal fragen kann, wie versucht er denn jetzt das Team zusammenzustellen und nach welchen Gegebenheiten? Ich meine, du hattest Akten bekommen, irgendwie Vorschläge und wie kontaktierst du denn jetzt die einzelnen Leute?
Naja, also erstmal habe ich ja noch auf diese Pappnase gewartet, die erst später gekommen ist, obwohl ich von einer echt akuten Vampirbedrohung berichtet habe, damit der da mal aufräumt. Ich habe dann nämlich ziemlich einen Haufen Fleisch hinterlassen das letzte Mal. Und ja, der hat mir dann ja wahrscheinlich auch diese Akten vorbeigebracht, wenn ich das jetzt einfach mal so rekurriere. Genau, da habe ich natürlich sehr, sehr aufgewühlt und sehr viel meckernd ihm diese Akten abgenommen und bin sofort in meine Wohnung verschwunden. Und bin dann da wahrscheinlich die nächsten 3 Tage auch erstmal gar nicht mehr rausgekommen. Wir erinnern uns, deine Wohnung gleicht so ein bisschen so einem Mini-Fort mit vielen Schlössern, vielen Kameras und allen möglichen anderen Sicherheitstechniken. Ja. Metallverstärkte Türen und Fenster. Ja, so ziemlich alles. Kameras, keine Selbstschussanlagen. Noch nicht, noch nicht. Eventuell, also nachdem mir die Dame von Mother ja gesagt hat, dass Pflöcke wirken, habe ich vielleicht so Selbstschussarmbrüste oder so recherchiert. Naja, auf jeden Fall werde ich dann in meinem gemütlichen Zuhause zwischen ganz viel Pizzakartons und Chipstüten sitzen und werde mir mal diese 3 Personen zu Gemüte führen, werde gucken, was die sozialen Netzwerke über die zu berichten wissen, was ich an vielleicht ja sogar an Geheimdienstmaterialien über die 3 zu Gesicht bekomme, wenn ich mich nicht ganz dumm beim Hacken anstelle. Das ist doch mal eine gute Möglichkeit, um ja für diejenigen, die die Preloads nicht gesehen haben, noch mal ein bisschen über die Charaktere in Erfahrung zu bringen. Vielleicht könnt ihr dann ja nacheinander, also du kannst ja mal gucken, bestimmen, welches Profil du dir als erstes anschaust und dann kann derjenige oder diejenige ja mal sagen, was über sie zu finden ist in den sozialen Netzwerken und in den Geheimdienstakten und sonst irgendwie. Ich glaube, dann würde ich mir doch mal den Cyrus als erstes angucken. Lieber Cyrus, erzähl mir doch mal, was ich da so an Material zusammentragen kann. Du findest über mich einmal natürlich mein optisches Aussehen in der heutigen Zeit mitunter als erstes, da ich ein öffentliches soziales Netzwerkprofil habe. Dort werde ich sicherlich abgebildet sein mit einem Collar-Shirt. Ich habe mittellange dunkelblonde Haare und ansonsten sehe ich eher nicht hager aus, aber eher den Hang zum Untergewicht als zum Übergewicht. Ansonsten glatt rasiert auf dem Profilbild und sieht aus wie Ende 20, Anfang 30, sowas grob. Und dann, ja, das Geburtsjahr findest du ja auch, also 29 Jahre ist er jetzt alt. Hat iranische Wurzeln, also das Blond ist gefärbt. Du findest wahrscheinlich, auch wenn du ein bisschen in die Tiefe schaust, dass ich in einem katholischen Waisenhaus aufgezogen worden bin, weil meine Eltern in den USA an einem Autounfall gestorben sind. Und dann findest du auch polizeiliche Einträge über mich, weil ich eine Laufbahn mit Drogen hatte in meinen 20ern. Woraufhin ich irgendwo durch, da wird wahrscheinlich nicht viel drüber stehen, warum ich angefangen habe, mich relativ zeitnah danach in ein Theologiestudium einzuschreiben. Und jetzt habe ich gerade auch einen Abschluss da drin, das hast du auch schon gefunden, genau. Das sind so die Eckdaten, die du relativ oberflächlich findest schon. In der Akte, die man dir gegeben hat, ist noch ein merkwürdiger Vermerk, den du wahrscheinlich noch nicht so ganz richtig zu deuten weißt. Da steht etwas von einem Psychomantiker oder so. Die müssen sich verschrieben haben. Die meinen Psychopath, genau. Wunderbar. Ja, gut. Ich gehe dann mal zum nächsten über. Wen von euch beiden soll ich mir denn zuerst angucken? Dann mache ich mit der Männerriege weiter.
Hey, ja, also relativ stämmiger Typ, dunkle Klamotten, Kapuzenpulli. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich eigentlich aussah. schon so lange her, aber schon so lange her. Ich habe mir die Haare relativ kurz geschnitten, also so 3, 4 Millimeter Bürstenschnitt, Bart und ich bin gerade im Predigerseminar gestartet nach dem Studium und bin aber schon ein bisschen älter. Also, ich bin Mitte 40, Anfang 40, glaube ich. Und Wenn du es nicht weißt. ja, wenn ich nicht weiß, dann ist es auch vorbei. Schon etwas älter und ich war im ersten Leben Feuerwehrmann und bin dann aber musste dann auch also polizeiliche Eintragung findest du auch. Ich habe dann nämlich eine Zeit lang im Gefängnis gesessen und in der Zeit bin ich aber viel von meiner alten Jugendfreundin Clara besucht worden. Und wir haben dann auch irgendwie das Studium noch zusammen durchgestanden. So. Ich glaube, dass das ist so das, was du findest. Findet man die Strafprotokolle von dir? Nee. Ich glaube nicht. Sind die gut versteckt, gelöscht? Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, und auch in dieser Akte findest du einen merkwürdigen Vermerk, mit dem du zunächst irgendwie mal nicht sonderlich viel anfangen kannst. Ja, da steht dann Pyrokinetiker. Also irgendwie benutzen die echt merkwürdige Fremdworte. Schräger Kram. Na, okay. Akte zu. Zur Seite, ich gucke mir mal Clara an. So, Clara, findest du ein bisschen was auf den sozialen Netzwerken? Vor allem lange, lange Freundeslisten mit Leuten aus verschiedenen Orten in der USA, aus anderen Ländern und insbesondere auch aus Irland, wo sie promoviert hat. Du findest Paper, die sie veröffentlicht hat, über monastische Praxis und irgendwie spirituelle Rituale auch und also auch ein bisschen so Richtung Okkultismus, so unterschiedliche Sachen und ist Anfang 30, siehst du aus den Akten keine Polizeiakte, soweit ich selber das weiß. Höchstens einen Eintrag, dass ich eben in Gefängnissen auch als Seelsorgerin gearbeitet habe. Und genau. Siehst, dass wir wieder aus den von der Organisation, den Akten, dass ich eben mit Dale wieder im Predigerseminar unsere Wege sich gekreuzt haben. Und wir seit da es gemeinsame Aufzeichnungen gibt quasi über uns. Aber Ja, hier bei Ihrer Akte findest du keinen merkwürdigen, sonderlichen Namen über den anderen beiden, nur ein merkwürdiges Symbol, also ein Kreuz in einem Kreis, was hinter dem Namen steht, in dem Feld, wo also bei den anderen Pyrokinetiker und Psychomantiker steht. quasi so wie bei The Artist Formerly Known as Prince, ja. Ja, nee, es ist halt eher so ein ganz normales Straight-Kreuz, was da steht. Also kein, so ein, der Prinz hatte ja so ein Schnörkelding da, das, nee. Okay, also das Erste, was ich dann mache, ist, ich werde mir erstmal eine Telefonnummer reservieren und auf mein Handy verlinken, nämlich die 0900 Vampire Hunters, ja, mit A und Z.
Unauffällig. Aber stylisch. Also, die werde ich und dann werde ich von dieser Telefonnummer werde ich allen dreien, also über diese Telefonnummer werde ich allen dreien eine SMS mit einer Adresse schicken. Das Problem ist, ich habe halt keinen Namen für die Stadt, deswegen schreibe ich, ihr wisst schon, in welcher Stadt, in diese Adresse rein. In der Hoffnung, dass die vom Mutterkonzern gesagt bekommen haben, wo sie sich ungefähr aufzuhalten haben. Die Adresse wird mitten in einem Park sein, den ich vorher schon ein paar Tage lang ausgespäht habe. Ja, also es gibt nur einen großen Park in der Mitte der Stadt. Aber den kannst du natürlich ausgespäht haben. Ja, vielleicht ist das Jasper auch gar nicht so richtig bewusst, dass er da irgendwie hinschreibt. Ihr wisst, dass er da hinschreibt, in welcher Stadt, weil Menschen tendieren dazu, einfach zu ignorieren, dass die Stadt keinen Namen hat. Und deswegen ist das völlig normal, dass man das so da hinschreibt. Was bei euch dreien natürlich trotzdem ein bisschen merkwürdig ankommt. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann seid ihr gebrieft worden, dass es da diese eine Stadt in Amerika gibt, die ein bisschen eigenartig ist und die auf der Landkarte auch immer ein bisschen komisch eigenartig dargestellt ist und in Google Maps nicht richtig eingetragen ist. Und ja. Ja. Okay. Ja, genau. Also ich sammle euch alle da, Uhrzeit dabei, Adresse, die richtige Statue, von dieser etwas merkwürdigen Telefonnummer. Ja, wie reagieren die drei da drauf? Ich gehe, mir wurde gesagt von der Dame bei Mother, wo mein Prelude geendet hat, dass ich in die Stadt ohne Namen gehen soll. Die hat mir ja auch da schon die Google-Daten gegeben. Ich habe rangezoomt und gesehen, dass das genau. So blurry war. Mhm, genau. Das heißt, ich habe eine Assoziation, welche Stadt gemeint ist. Wahrscheinlich denke ich auch gar nicht drüber nach, warum er den Namen gar nicht schreibt, wenn du das schon so formulierst, ne? Desto mehr ich mich mit der Stadt auseinandersetze. Mhm. Ja, genau. Und da war ja ein bisschen Zeit zwischen. Vielleicht bin ich da ja auch schon in die Richtung gezogen. Also ich habe zumindest meine Sachen schon vorbereitend gepackt und würde demzufolge in meinem großartigen Schrottfahrzeug, welches so eine eingedellte Motorhaube seit dem Prelude hat, und ich glaube auch ein Fenster war auch kaputt. Das habe ich auch nicht weiter repariert, weil in den USA gibt es ja keinen TÜV. Dann würde ich mich sofort da reinsetzen und rüberfahren. Das ist ja nur ein Roadtrip von Corpus Christi nach Stadt ohne Namen in Texas dürfte ja nur höchstens 16, 18 Stunden sein. Also ich würde gleich losfahren. Nehmen wir da irgendwie ein Sixpack Cola und Energy Drinks und sowas mit und ein paar, was weiß ich, Hot Dogs oder sowas, die man so kalt essen kann, ekelhaft von der Tankstelle. Und habe natürlich dann ein paar Bücher im Kofferraum. Vor allen Dingen jetzt über die Sachen, die ich neu gelernt habe und was mir jetzt die Organisation auch nahegelegt hat und über Monster und Vampirismus vor allen Dingen. Auch Fiktionales ruhig, weil da steckt vielleicht ein Kern Wahrheit drin. Bram Stoker. Genau. Und wird vielleicht irgendwo zwischendurch in so ein sleazy Motel unterkommen, einmal auf halbem Weg, aber sonst eigentlich versuchen, nur mit einem Stopp durchzukommen. Was sich jetzt jeder fragt, hast du die Twilight-Bücher dabei? Natürlich. Team Edward. Also ich finde ja, dass dir Dracula wahrscheinlich am meisten helfen wird. Es ist recht wahrscheinlich, dass wir eklige rumänische alte Vampire treffen werden. Ja, ich vermute wahrscheinlich Anne Rice wird mein Favorit werden von meinem Charakter, weil der so ein bisschen so die dunklere Ästhetik mag, weil wegen meiner eigenen Vergangenheit, die ich habe, auch mit dem übermäßigen Drogenkonsum, ist das einfach das Düstere, ist mir näher zumindest von der Atmosphäre, als dass es dieses kitschige Glänze-Vampire ist. Ne? Mhm.
Und ich sag mal, wenn ein Vampir glänzt, hat er sowieso verdient, sofort zu sterben. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das Von daher, ich versuche mich eher auf die, die schwierig einzuschätzen sind, einzustellen. Ja. Hängen Clara und Dale immer noch zusammen rum oder reicht euch die Nachricht getrennt voneinander? Nee, wir hängen immer noch zusammen rum. Seit diesem Erlebnis im Predigerseminar. Ja. Wir hatten ja auch ein Hotelzimmer zusammen und haben versucht, zusammen mit diesen neuen Nachrichten zurechtzukommen. Machen es ganz ähnlich, machen uns bereit für die lange Fahrt jetzt rüber. Wir haben, nachdem irgendwie die Polizei am Ende die Überreste des Predigerseminars wieder freigegeben hat, auch geguckt, ob noch was von unserem Zimmer und unseren Sachen da ist. War nicht so viel, aber ein paar Bücher schon. Haben noch ein paar Reste da aus der Bibliothek mitgehen lassen und sonst uns neu eingedeckt mit so Lebensnotwendigkeiten und dem, was uns von dieser Organisation anempfohlen wurde und zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, haben uns etwas beruhigt, oder ich habe mich etwas beruhigt, aber ein gesundes Misstrauen gegenüber fast allen begleitet mich weiter. Aber freue mich, dass es jetzt irgendwie woanders hingeht, also von diesem Ort und diesem eigentlich geplanten Neustart hatte ich genug und jetzt geht es woanders weiter. Ja. Ja, endlich können wir was tun. So. Will ich nicht mehr tatenlos rumsitzen, das gefällt mir sowieso nicht. Seid ihr so pflichtbewusst, dass ihr ein bisschen früher da seid oder neigt ihr eher dazu, zu spät zu kommen oder wie sieht das bei euch aus, irgendwie bei dem Treffpunkt an? Ich kann euch ja eigentlich mal die Stadtkarte mal in Skype schicken, damit ihr eine Vorstellung habt, wie die Namen, Stadt ohne Namen aussieht. Das ist gut. So. Sehr einfallsreich, ja. Also es hieß nicht besonders groß. Das werdet ihr, wenn ihr dann da ankommt, auch sehr schnell merken. Es gibt, wie gesagt, nur einen Park. Also es kann auch nur der eine Park gemeint worden sein. Sei denn, es gäbe noch irgendwelche Parks außenrum, irgendwie in der Wüste. Aber außen herum ist wirklich nur Wüstengelände. Hügeliges Wüstenlandschaft. Und Ja, seitdem wir die Karte bekommen haben und es wirklich nirgendwo was darüber zu finden gibt, sind wir dazu übergegangen, die Stadt Bylefield zu nennen, um etwas zu haben. Das ist diese merkwürdige europäische Folklore, die Clara mitgebracht hat von ihrer Dis aus Irland. Da waren irgendwelche Deutschen, die haben immer von Bylefield geredet. Ja, übrigens, die Wohnung von Jethro ist in der Leon Street Ecke West Second Street, falls ihr euch das fragt. Das habe ich nämlich schon festgelegt, wo die ist. Ah ja. Aber gut, das ist jetzt erstmal nur für Jethro, aber... Ah, da, wo die Markierung ist. Nee, da ein bisschen oben links. Oben links. Siehst du, West Second? Ah, ja, doch. Jetzt... Ich würde tendenziell dazu versuchen, also ich stehe früh auf, nehm nur Kaffee auf leeren Magen. Ich würde tendenziell versuchen, eher früh da zu sein, wenn das vom Fahrtweg her möglich ist. So halbe Stunde oder sowas vorher, mir mal ein bisschen die Gegend auch zu Fuß erkunden, irgendwo rechts ranfahren und dann meine Kiste stehen lassen. Macht nicht unbedingt den ersten Eindruck mit meinem Auto, also... Also bist vielleicht, als du in die Stadt reingefahren bist, hast du halt auch gesehen, es gibt einen großen Trailerpark, den man vom Highway aus sehen kann. Der ist ein bisschen abgelegener und eigentlich ein bisschen getrennt von der eigentlichen Stadt. Ansonsten eine typische amerikanische Kleinstadt. Nichts darauf zu schließen, dass es hier irgendwas Besonderes gibt oder nicht.
Um das Stadtzentrum, um diesen Park herum, wo ihr euch treffen sollt, es gibt es ein bisschen so eine feinere Gegend, wo auch ein paar mehr Hochhäuser auch irgendwie, also Hochhäuser sind. Wenn ihr reinfahrt, merkt ihr, dass das größte Gebäude, was man von weit weg auch sehen kann, direkt an dem Park gebaut ist. Es scheint ein Hotel zu sein und da sind die obersten Stockwerke halt. Ja, da sind so Gerüste dran. Da wird gerade gebaut. Mhm. Ansonsten, das Ortsschild konntet ihr nicht richtig lesen, wahrscheinlich weil ihr zu schnell dran vorbeigefahren seid oder so. Das ist mit meinem Auto kaum möglich, aber ja. Ja. Oder ihr habt nicht drauf geachtet. Ja. Irgend sowas, ja. Also es ist nicht wirklich, es ist halt so ein totales Ignorieren, dass der Name fehlt. Ja, die Leute hier sind irgendwie, sehen auch alle ganz normal aus, irgendwie, also keine grünen Marsmännchen oder irgendeine so große Ansammlung von Leuten mit Vampirenzähnen oder Gothic-Versammlungen. Nicht mit so einem Stehkragen und so Zähnen und so zurückgegelten schwarzen Haaren und so einem Cape und so. Nein. Okay. Das beruhigt mich schon mal. Das heißt, ich habe eine realistische Chance, den ersten Tag in dieser Stadt zu überleben. Hier ist gerade eine Frage aus dem Chat zu deinem Auto. Hier stellt sich jemand dein Auto so vor wie das Auto von den Einbrechern aus 101 Dalmatiner. Nicht ganz so schrottig wahrscheinlich. Ich glaube, was hatte ich letztes Mal gesagt? Ich glaube, ein Kombi-Hack ist es, weil ich ja immer Verpflegung für die Suppenküchenleute hatte. Der Wagen war schon leicht angebeult vorher und hat so eine Maximalgeschwindigkeit von so um die 90 km/h. Also ich habe mir immer den Dodge von El Bundy vorgestellt, als du das so. Ja, von der Farbe passt das. Von der Farbe ist er das vor meinen Augen auch. Und wie gesagt, leider ist die Motorhaube ein bisschen eingedellt. Und es ist auch nicht der sauberste Auspuff, wenn man hinterher fährt, sagen wir es so. Es knallt manchmal ein bisschen. Okay, also bist du ein bisschen was früher da und guckst dich da um. Wie ist es mit Miguel? Ja, und wenn es Bürgersteige gibt, würde ich da auch ein bisschen zu Fuß gehen in der Stadt, so ein paar hundert Meter oder so vorher. Ja, kein Problem, da gibt es auf jeden Fall Bürgersteige. Ja, wie geht es aus mit Dale und Clara? Haben wir da eine Unterkunft in der Stadt? Es gibt mehrere Motels, also direkt am Highway ist auch ein Motel. Moment, ich habe mir sogar aufgeschrieben, wo... Was? In der Rivers Street Ecke East Desert Street. Ja, ich will auf jeden Fall vorher irgendwo einchecken und irgendwas irgendwie Sachen hinlegen und das Gefühl haben, irgendwo anzukommen. Was natürlich auch ist, je nachdem, wie eure finanzielle Situation ist, ihr könnt natürlich auch das große Hotel nehmen in der Mitte der Stadt, das direkt an dem Park liegt. Also dieses Gebäude, wo das Gerüst dran ist. Erst noch nicht. Aber das ist aber ein bisschen feiner. Als guter Amerikaner, Texas ist ein Carry State, ich würde natürlich meine Knarre aus dem Handschuhfach mitnehmen. Ja. Ja, und also könnt ihr mal entscheiden, ob ihr in einem Motel unterkommt oder ob ihr in einem großen Hotel seid. Motel, keine Frage. Motel reicht Geld. Okay. Ja, wer weiß, wie lange wir hier bleiben und wie lange unser Geld reichen muss. Und erstmal irgendwo unterkommen und. Kommt drauf an, wie viel Jethro euch bezahlt. Mhm. Woher sollen wir deswegen, das? Deswegen checkt Cyrus auch noch nirgendwo ein, weil er jetzt erstmal da zu Fuß hingeht und erwartet, dass er da gesagt bekommt: Hier ist ein Schlüssel fürs Penthouse. Nee, ich will mich vorher eine Runde hinlegen und auschecken kann man immer noch wieder und umziehen. Ja. Aber ich brauche irgendwo einen Ort. Mhm. Cool. Ja, das Motelzimmer, in dem Dale und Clara, wollt ihr zusammen ein Zimmer haben mit getrennten Schlafbereichen oder wie kommt ihr jeder in ein einzelnes Zimmer oder wie ist das mit euch? Also beides wäre möglich. Wir sind ja gut befreundet. Man wird ja hier nicht. Ja, wir haben so ein, also Twin Beds und halten aber zusammen seitdem und haben immer gerne jemanden zum Reden dabei. Mhm. Ach so, ja, dann so. Doch, komm.
Ja, stimmt. Du hast ja recht. Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht, das kriegen wir auch hin. Ja, das wird sich das werden wir auch hinkriegen. Ja, ihr kriegt tatsächlich ein größeres Zimmer zugewiesen von der Rezeptionistin, wo es einen großen, so eine Art Wohnzimmer sogar gibt, wo man halt so das Bett ausziehen kann. Dann ein separates Zweimann-Schlafzimmer und noch ein extra Zimmer, das ein bisschen kleiner ist, wo gerade mal so ein Bett und ein Beistelltisch reinpasst. Was man ein bisschen sieht, ist, dass in dem Schlafzimmer, also in dem großen Schlafzimmer, die Wände ein bisschen gerade neu überstrichen sind, aber ansonsten ist das irgendwie ganz schick hier für ein Motel. Wunderbar. Einmal so den Kopf irgendwie ein bisschen frisch machen und so. Genau, im Toilettenbereich und Dusche und so gibt es natürlich auch, ja. Tatsächlich. Beruhigen. Ja, ich lege mich eine Runde hin, damit ich gleich wieder fit bin. Mhm. Aber schlaf auch nicht, sondern einmal nach. Okay. Was macht Jethro? Ist der auch viel früher da oder steckt der vorher die Parameter ab mit oder was? Wie macht er das? Also der hat ja die letzten 3 Tage schon aufgepasst, wie es da aussieht. Hat dort tatsächlich 2 Schlüssel hinterlegt. Einen für ein Auto, das an einer nahegelegenen Straße steht. Ist jetzt auch kein super Luxusmodell, aber wenigstens unauffälliger als die Karre, die der da fährt. Und auch einen Wohnungsschlüssel, wo tatsächlich auch Vorbereitungen getroffen sind, damit 3 Leute da halbwegs vernünftig übernachten können. Den Schlüssel habe ich einem kopflosen Vampir abgenommen. Okay. Ja. Genau. Bringen die 3 da jetzt runter. In dem ehemaligen Vampirgebäude. Ja, ich dachte jetzt, das ist der Schlüssel von der Wohnung bei mir gegenüber. Ach so, die, ja, okay. Ja, okay, ich war gerade woanders, aber ja. Mhm. Also wäre ja so der Plan, ich lasse die Eingreiftruppe ganz gerne in der Nähe von mir schlafen. Falls da noch mal einer. Und das hat den Vorteil, es will kein Vampir mehr in diese Wohnung ziehen. Ja. Okay. Ja, dann werden Clara und Cyrus irgendwann an dem am Park halt ankommen und wahrscheinlich sich also zu dritt erstmal gegenseitig treffen, ohne dass Jethro da ist. Und gucken, ob ihr den Schlüssel findet, der da versteckt ist. Irgendwie, keine Ahnung. Also erstmal ist es ja dann ein Treffen zwischen euch dreien. Ihr habt euch ja auch noch, also Cyrus hat Dale und Clara ja auch noch nicht gesehen. Wir wissen aber, wen wir treffen sollen und so, oder haben wir nur diese Adresse von dem Park? Also Adresse, damit, Uhrzeit. Ist das eine Aufgabe oder ein Triff Leute dort oder ist irgendwas damit verbunden oder was? Es ist wie ich das verstanden habe, Adresse, Uhrzeit so und ja. Und halt eine Stelle in dem Park beschrieben wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, statt Adresse macht es wahrscheinlich Sinn, wenn das ein genauer Koordinatenpunkt ist. Oh, das passt ja, das fragsmäßig, ja. Ja, dann seht ihr an diesem Punkt, weil ich ja versuche, ein bisschen früh da zu sein, einen iranischen Mann mit einem Collar-Shirt, der einem in der Gesäßtasche eine Knarre hat, der da irgendwie an diesem Koordinatenpunkt in so einem Busch rumwühlt. So voll unbedarft. Während wir näher kommen, hört man so ein metallenes Klicken von einem Zippo, was immer wieder auf und zu geht und so angemacht wird. Klack, zack, klack. Wenn ich das hören sollte, würde ich bei mein Shirt so lüften, dass meine Knarre sichtbar ist und mich in die Richtung drehen. Wir erschießen uns jetzt schon. Spiel vorbei. Als ich das Collarhemd sehe, sage ich, ach, guck mal, einer von uns. Ah.
Das Hallo. Hallo. Das heißt, heute? Das heißt, ich bin nicht alleine hierher gelotst worden. Offensichtlich nicht. Okay. Mein Name ist Cyrus. Hallo. Hi, ich bin Clara. Moin. Es freut mich. Hallo, Dale. Und nur um sicher zu gehen, ob wir wirklich das Gleiche hier machen, was suchen wir hier? Leute. Also, wir treffen wen, der sich mit der Situation auskennt, dachte ich. Welche Situation? Oder es ist doch ein ganz normaler Park, oder irre ich mich? Ich gucke, dass keine Leute umherlaufen da sonst so. Ja, der Park ist relativ schlecht besucht um diese Uhrzeit. Also, wann hast du dir dahin bestellt, Jethro? Ja, 21 Uhr. Dann habe ich auch mein Klapperlicht dabei. Aus dem Prelude, dieses Klack, 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 dieses Campinglicht. Obwohl, wir haben immer noch Winter, ne? Ja, wir starten, würde ich es mal sagen, so Januar 2019. Ja, dann so 19:30 Uhr. Wie ist das? Okay, ja, trotzdem dann. Mit Rauchen in Texas, ist das erlaubt auf der Straße? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, du wirst gezwungen. Ich bin mir da nicht sicher, aber zumindest zur Not ist es die World of Darkness Texas, wo das erlaubt ist, weil abgeranztes Setting darf man überall rauchen. Das Klickern kommt vom Zippo und ich mache mir eine Kippe an. Okay, das lässt mich zumindest ein bisschen entspannen, vor allen Dingen, wenn der Park dazu noch leer ist. Aber gut, was soll denn hier diese Situation sein? Hier ist doch ein ganz normaler Park. Also wir bekamen einen Anruf. Ich nicht. Ich eine Textnachricht. Textnachricht? Stimmt. Das, was die Menschen früher gemacht haben. Die Koordinaten. Koordinaten, ja, und ich dachte, wir finden hier irgendwas oder irgendwen. Okay, Koordinaten ist schon mal das Erste, was gut klingt hier. Drei Handys klingeln. Es ist wieder diese Nummer, 0900 Vampire Hunters. Und hallo. Unter der Bank, der zweite Stein von links. Hebt ihn an, nehmt die Schlüssel und geht zu folgender Adresse. Und jetzt gebe ich diese Ecke, das war Leon Street, West Second Street. Offenbar sind wir aus demselben Grund hier. Okay, das beruhigt mich. Ich gehe mal da runter unter die Bank und hol die Schlüssel raus. Ich gebe die Rückendeckung. Ich leuchte dir mit meinem blöden Klackerlicht. Oder mit dem Handy, je nachdem. Aber wir machen es schwierig, wenn es nicht. Mein Handy nimmt zu viel Akku. Ich mache das mit dem Klackerlicht. Okay. Ja, was für ein Auto finden die vor? Ja. So ein relativ typischen General Motors hier so dieses Mittelklasse-Modell. Was wäre das? Wie heißen die da auch Astra? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Pendant zu einem Opel Astra in amerikanisch. In Nachtblau. Allerdings jetzt auch nicht mal unbedingt das neueste Modell, sondern eins davor. Also definitiv aus dem Gebrauchtwagenhandel. Ja, voll getankt. Wenn ihr in den Kofferraum gucken würdet, dann würdet ihr da Planen sehen und auch schon so ein bisschen Material, zum Beispiel so lange Holzblöcke, also nicht Blöcke, sondern so im Prinzip nicht angespitzte Pflöcke, ja, und so ein Werkzeugkasten, ja, genau, sowas.
Wir würden wohl mal in den Kofferraum schauen. Nein. interessant. Ja. Entweder der möchte einen Zaun bauen oder er hat die gleichen Leute vorher getroffen wie ich. Ich nehme an, wir haben alle die gleichen Leute getroffen. Okay, dann müssen wir also nicht um den heißen Brei herumreden. Wir sind schon hier, nur damit ich es zusammenfassen kann für mich selber, um es einmal ausgesprochen zu haben. Wir sind schon hier, weil es auch Monster gibt, ja? Ja. Und damit meine ich nicht Menschen, die einfach zu bösen Dingen fähig sind. Ja. Gut. Ich kann wohl fahren, wenn ihr keinen Führerschein habt. Wir haben wohl Führerscheine, aber fahren. Fahr mal. Okay, dann einsteigen. Ich fahre aber sehr, sehr zügig, also schnallt euch an. Ihr fahrt los? Ja. Ich fahre mit 30 km/h Maximalgeschwindigkeit. Zählt mich nicht davon aus, ab den Ellenbogen zu nehmen und aus dem offenen Fenster rauszuhalten, so. Im Autoradio läuft Born to be Wild. Ja, genau. Aber volle Lautstärke, so 3 von 10. Ja, und bitte? Wisst ihr, wie Ali G, der mit 30, na, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, die Gegend, wo die Adresse hinführt, ist ja, so eine gut bürgerlich-amerikanische Gegend, irgendwie so ein bisschen, ja, nicht ganz Vorstadt, aber so, ja. Das Haus, wo die Adresse hinführt, ist so ein zweistöckiges Haus mit so einem kleinen Vorgärtchen und einem schönen Gartenzaun, einer kleinen Auffahrt und gerade ist draußen, es ist ja gerade ja irgendwie ein bisschen ist abends, ne? Wir hatten gesagt 19:30, bis ihr da seid, wahrscheinlich irgendwie 20 Uhr oder so. steht draußen eine ältere Dame mit hochgesteckten Haaren und so einem typischen Hausfrauenblümchenkleid, die Blumen gießt an dem Gartenzaun. Ich halte so meinen Kopf so ein bisschen nach hinten. Meint ihr, das ist Mutter? Wie sollen wir sie am besten ansprechen? Ich glaube, es kommt nicht gut. Wenn sie es nicht sein sollte, käme es vielleicht nicht gut, wenn wir sagen, wir sind hier wegen der Monster. Wer hat eine bessere Eröffnung? Sowas Klischeehaftes wie, ich glaube, wir werden erwartet. Ah, zu einfach. Ja, oder einfach, sind wir hier richtig? Ja, das ist doch ein guter Start. Wer von euch ist denn gut mit Menschen? Ja, kann ich schon mal fragen. Ich meine, ich sollte es auch sein beruflich, aber ich bin schon gefahren. Und bist du natürlich aus allen weiteren Pflichten jetzt entlassen, können ja keine weiteren Aufgaben zumuten. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich finde es schön, dass ich es nicht nur alleine so sehe. So, ich blinke rechts ran, setze den Wagen ganz langsam, gemütlich rechts an den Straßenrand, ziehe die Handbremse, mache das Lenkradschloss rein. Ja, die Handys klingeln wieder. Ah! Na, da wird uns ja vielleicht jede Frage abgenommen. Mal gucken. Da drauf steht wieder von der Nummer 0900 Vampire Hunters Wohnung C. Ja, gut. Sorry. Wohnung C, hast du gehört? Wohnung C. Okay. Ja, wenn ihr euch der Hecke und dem Gartenzaun nähert, guckt die alte Dame ein bisschen hoch und kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Guten Abend. Danke, nein. sind Sie wegen der freien Wohnung hier?
Diese dort? Wir sind doch hier die Freunde von dem Dingens. Ah! Sie schon. Ja, von dem Herrn Thomas. Dings, ja, ja. Ja, der ist oben, Wohnung C. Genau. Dankeschön. Die Tür ist bestimmt offen, oder? Der Herr Thomas wohnt ja in Wohnung D. Ach so, ja, dann ist es dann so. Ja. Dann ist es die Leere, ja. Ich empfange die doch nicht in meiner eigenen Wohnung. Tja, jedenfalls geht ihr dann da schnell weg von dieser Frau, unauffällig rein ins Haus. Ich wusste gar nicht, dass er Freunde hat. Ruft sie euch hinterher. Immer eine Überraschung. So ist vielleicht er ja. Ich weiß auch noch nicht. Und dann noch ein Priester. Die Kirche ist mit jedem befreundet. Ja, und sie schaut euch so hinterher. Und ja, es geht, wenn ihr in den Hausflur tretet, ist halt links eine Wohnung, rechts eine Wohnung, Treppe in der Mitte, die nach oben geht, und dann sind dann oben drüber halt auch nochmal zwei Wohnungen. Ja, in Richtung C gehen, ne? Mhm. Ich weiß ja, nicht, Jethro, kann man die Kameras, die du angebracht hast, sehen im Flur? Ist das auffällig? Nö. Okay. Ja, ist die Tür offen von C? Nö. Gut, sie haben ja einen Schlüssel. Ne? So, wir haben auch Schlüssel. Ich schließ mal auf. Gute Idee. Ja, das funktioniert natürlich. Und wenn ihr die Wohnung betretet, seht ihr sofort in einem sehr spartanisch eingerichteten Stil drei Betten, drei Schränke, einen Schreibtisch. Für wirklich viel mehr ist auch in der Wohnung gar nicht so groß Platz. Ihr seht, dass die Betten gemacht sind. Die sind fertig und mitten in dem Raum steht ein ziemlich kleiner, hagerer Typ, schwarze Hautfarbe, Glatze, in einem ziemlich abgetragenen Sepultura-T-Shirt und guckt so die ganze Zeit ein bisschen angespannt durch die Gegend. Und genau, das ist das Bild, das ihr habt, wenn ihr jetzt die Wohnung betretet. Hi. Hallo. Hast du das herbestellt? Ja, hi. Ja. Wer von euch hat den Schlüssel? Dale, du hast die Tür aufgemacht? Ja. Ja, alles klar. Dann werfe ich den beiden anderen noch jeweils einen Wohnungsschlüssel hin. Mach mal die Tür zu. Ich drehe mich um, lese zu. Euch wird auffallen, dass auch die Tür verstärkt ist. Kann man allerdings nur von innen sehen. So, herzlich willkommen. Ich bin Jethro und ihr seid eingeladen, mit mir gemeinsam Vampire zu jagen. Jetzt haben wir das Wort ausgesprochen, was ich vorhin meinte. Okay. Ja, es wäre klug, außerhalb geschlossener Räume nicht unbedingt darüber zu reden, denn ey, die sind überall. Was heißt überall? Ich dachte, es gibt so drei oder so auf der Welt. Also ich habe eine Nacht lang gesucht, ja, und habe alleine schon zwei gefunden. Ich habe auch in einer Nacht zwei gefunden, in der Tat. Also von einem wusste ich danach, dass er noch lebt, sagen wir es so. Ich weiß nicht, ich wollte hier einziehen, in diese Wohnung. Ach du Schande. Warum? Also wegen dir? Oder? Ja, warum? Naja, es ist ja auch nicht so, dass die Wohnung jetzt super schön wäre. Och. Du meinst, wegen der Wohnung kann er auf keinen Fall in die Wohnung eingezogen sein wollen oder hätte wollen. Wie auch immer. Weird.
Naja, also ihr findet in den Schränken alle einen Rucksack mit ein bisschen Material, mit dem ihr arbeiten könnt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie wir jetzt vorgehen, um Vampire zu töten. Und du hast zwei gefunden, die noch leben hier oder untot sind oder wie auch immer man das nennt? Einer davon ist schon beseitigt. Das heißt, du weißt von einem, wo er ist. Ja. Das ist doch ein Anfang. Und wir wohnen jetzt hier? Es sei denn, ihr wollt woanders wohnen. Dann müsst ihr euch das aber selber besorgen. Nee. Nee. Okay. Wir müssen dann nur noch mal am Motel vorbeifahren und unser Zeug holen. Kommt drauf an. Weiß der eine Vampir, wollte der eine Vampir hier einziehen, der noch lebt? Das würde meine Entscheidung etwas beeinflussen. Spitzel in dich. Nein, der ist tot. Okay, gut. Sind nicht alle Vampire tot? Ja, das war ein Trick. Er ist tot. Okay, einigen wir uns bitte auf die Sprachregelung. Lebt noch heißt, läuft umher, saugt Menschen aus und macht Dinge. Ja, ist ja. Tot, kann das alles nicht mehr. Ja, ja. Gute Regelung. Ich mit. Da kann ich mitarbeiten. Das ist nah an dem, wie ich denke. Ja, unkompliziert. Gut, damit wir diese blöden Witze schon mal verhindert haben, können wir dann jetzt vielleicht auch ans Arbeiten gehen. Habt ihr irgendwelche Ideen? Du, Cyrus, hast schon mal Vampire getötet, hast du gesagt? Ja, selbstverständlich. Wer denn nicht? Ich gucke mich um, sehr selbstsicher. Ich weiß, dass ich total unsicher im Kopf bin gerade, aber ich möchte mal hier nicht der Erste sein, der sagt, dass ich nichts kann. Ja, also jetzt töten jetzt nicht so. Noch nicht. Weglaufen. Das kriegen wir hin. Ich imitiere das Gesicht von Jethro gerade. Und guck die beiden genauso an. Okay. Also Vampire töten ist eigentlich fast genauso wie vor Vampiren weglaufen, nur in die andere Richtung. Okay. Ja, aber ihr solltet was dabei haben, so in den Händen, wenn ihr in die Reihen lauft. Weil sonst. Ja, ihr werdet feststellen, dass ihr in euren Schränken ein bisschen Material findet, was euch genau dabei helfen wird. Kurze Frage: Hast du Material, was mit sehr viel Geschwindigkeit und einem kleinen metallenen Gerät wie diesen hier? Ich halte meine Knarre so, dass ich nur die am Griff nach unten hängend halte. Was ist das denn? Ein Revolver. 6 Schuss. Also erstmal zucke ich zusammen. So. Ich lasse ihn. Ich bin schon die ganze Zeit angespannt. So. Ja. Okay. Weg, bitte. Okay, weil die hat nicht viel Erfolg gezeigt mit Standardmunition. Das Ding konnte ich 2-mal entleeren in eins der Dinger. Ohne Effekt. Na, dann ist es ja gut, dass du es immer dabei hast. Ja! Wie stark das ist der ein Tragestart. Ist das so eine normale Handgröße oder ist das so eine Magnum, die so macht? Nee, ganz, ganz regulärer 6-Schuss. Also der hat schon Wumms, mehr als eine Automatik im Grunde, aber ist halt ein kleiner Standardrevolver. Ja, also die ich für euch habe, sind schon ein bisschen größer. Reden wir über so oder reden wir über so? Können wir vielleicht einfach in die Schränke gucken? Oder sollen wir weiter? Sehr unsubtil. Aber die Denke gefällt mir. Ja, also wenn ihr in die Schränke guckt, werdet ihr sehen, dass jeder von euch dort einen Laptop stehen hat, einen Rucksack. Direkt mal die Sachen raus, das werden wir sehen. Ja, genau. Und also in diesem Rucksack findet ihr dann einen größeren Revolver mit ausreichend Munition, also keine Ahnung, so 25 Schuss. Ihr findet da auch ziemlich viel schwarze Kleidung drin, die auf eure Kleidergröße abgepasst ist. Sehr vorausschauend. Genau, außerdem findet ihr dort Handys,
die halt ganz normal geladen, ne, also an sind, auch schon eingerichtet und so. Da sind ein paar merkwürdige Apps zu finden. Jethro bittet euch, die zu ignorieren. Okay. Ich sag euch schon, wenn ihr die braucht. Ich sag euch, die habe ich selber programmiert. Alles gut. Und ansonsten findet ihr auch so Seil und Messer ist da auch bei. Und natürlich ein schon fertig angespitzter, sehr spitzer Pflock. Mhm. Wie ist das eigentlich? Hilft das eigentlich? Ich hole so ein Zippo raus und Alter! Was ist das? Hier ist nicht Rauchen. Ich gucke mich um, ist hier irgendwo ein Rauchmelder oder warum soll ich das lassen? Das ist meine Wohnung hier, Mann. Ich will nicht, dass du hier rauchst. Das ist ungesund. Ich wollte doch gar nicht rauchen. Ich wollte nur... Nur ein bisschen Feuer. Genau, hilft Feuer. Das hilft immer sonst. Also Dale, du wirst feststellen, dass in einer deiner Seitentaschen auch ausreichend Feuerzeugbenzin zu finden ist. Dankeschön, das wollte ich hören. Wen darf ich anzünden? So, das wollte ich hören, ist gut. Außerdem sehr, sehr nützlich und ich greife so bei Clara in den Schrank, so die hier, das ist so eine Handaxt. Man sollte die Kollegen köpfen, wenn man sie töten will. Und das, ja. Okay. Ich hoffe, die haben die richtige Größe für mich dann so. Das ist schon so ein bisschen ekelhaft, ne? Ja. Yep. Vor allen Dingen, wenn man mal drüber nachdenkt, dass zumindest in dem Fall, den ich hatte, das mal echte Menschen waren und Menschen, die anderen Menschen was bedeutet haben, so. Und diese Menschen jetzt wahrscheinlich aussaugen. Ja, das war der Grund, warum ich mich dann auch für den Pflock entschieden habe oder etwas Ähnliches. Naja, ich dachte nur, es ist weniger ekelhafte Methoden gibt, sauberere Methoden in Anführungsstrichen, damit meine Psyche nicht so ganz kaputt geht. Hätte ja sein können. Du bist doch der Psycho-Fatih hier. Ich bin doch kein Psycho. Wieso bin ich ein Psycho? Nur weil ich Iraner bin? Was willst du damit sagen, dass ich der Psycho bin? Wir kennen uns 5 Minuten, Mann. Ja, apropos... Die Rassismuskarte kannst du mir einfach nicht gegenüberziehen. Das funktioniert nicht. Sollen wir nicht vielleicht erstmal irgendwie was essen und uns versuchen, ein bisschen kennenzulernen? Das wäre eine Idee. Also ich bin froh, jetzt hier ein Bett und ein bisschen Ausrüstung zu sehen, aber ich kenne euch nicht. Also euch beide. Ja, und interessant ist, dass unser neuer Freund hier uns mit Namen kennt, richtig? Das ist richtig. Ich habe mich aber auch schon vorgestellt, oder? Naja, nein. Euch sollte auch aufgefallen sein, dass ich euch SMS auf eure Handys geschickt habe, ihr Pappnasen. Oh. Ja, deswegen hatte ich erwartet, dass... Du hast teilweise recht. Das ist überraschender, als es den Anschein hatte. In der Tat. Woher hast du die Nummer? Ja, lass uns doch essen gehen und du kannst uns ein bisschen mehr als unsere Ausrüstung und so... Also es gibt doch bestimmt so eine Art Lagebesprechung. Du sagst uns doch bestimmt, was hier los ist alles, oder? Und warum wir jetzt hier uns einfinden sollten, oder? Ja, das kann ich teilweise machen. Wir sollten aber Essen bestellen. Also ich habe schon gegessen. Ich habe ein bisschen verquere Essenszeiten. Also wenn ich nicht mitesse, macht euch da keinen Stress draus. Leute, die mich kannten, sagten mal, ich sei ein bisschen arg neurotisch. Sorry. Okay? Also du isst nicht mit anderen im Raum, oder? Könnte man so sagen, ja. Isst du denn... Stell euch gerne was, kein Thema. So. Kannst du im Raum sein, wenn andere essen? Gerade soeben noch, ja.
Also es ist nicht schlimmer, als wenn ihr sonst im Raum seid. So. Das ist sehr nett, dass du das so formulierst. Das beruhigt mich sehr. Wenn du möchtest, können wir übrigens darüber reden. Ich trage diesen Kragen nicht nur aus dekorativen Zwecken. Du Poser. Ja. Was soll das heißen? Man sieht, was ich von Beruf bin. Was macht ihr eigentlich beruflich? Ich würde sagen, wir sind jetzt beruflich hier Vampirhunter. Wir wären auch Pastoren gewesen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wirklich. Ja. Wie wahrscheinlich ist das? Da treffen sich drei Pastoren und werden Vampirjäger. Jeder gute Witz. Das ist ziemlich schlechte Witz. Ein komischer Fall. Bist du auch Pastor oder bist du nur jemand, der gerne SMS verschickt und nicht gerne isst? Also ich verdiene mein Geld mit Computerkram. Okay. Ich kann nicht so mit Menschen. Das war jetzt kein Nein, in der Tat. Der zweite, aber du kannst nicht gut mit Menschen. Jetzt, alles klar. Okay. Das also nein, Pastor ja. Bin ich nicht. Gut, dann, wo bestellt man hier Essen? Was gibt's hier? Also ich hole mal ein paar Prospekte und dann laufe ich mal kurz in meine Wohnung. Also ihr seht, wie ich aus der Wohnung verschwinde und in die Wohnung gegenüber einfach reingehe. Ja? Und ungefähr anderthalb Minuten später mit einem solchen Stapel von Essensprospekten zurückkomme. Wo man nicht rausgehen kann, weil man nicht unter Leute will. Wohnst du gegenüber oder was? Ja. Okay. Du schickst uns SMS auf unsere Handys, aber schaffst es nicht, uns zu verheimlichen, dass du gegenüber wohnst. Ich bin ein bisschen amüsiert. Warum denn verheimlicht? Wir sind doch auch ein Team, oder nicht? Ich sehe uns so, also da muss das nicht verheimlichen, genau. So, zeig mal her. Ja, es sind verschiedene Pizza und Nudel und ja, mexikanische Lieferservice gibt es bestimmt auch, ja. Oh ja, wenn wir schon hier in Texas sind, dann ist das eher die Richtung, so Tex-Mex-Zeugs, ne? Super. The Enchiladas, das ist gut. Überbacken ist mal geil. Tacos. Quesadillas. Ja, könnt ihr so hat jeder was gefunden. Keine Ahnung, wie das heißt, auf jeden Fall viel Käse obendrauf. Lalala con queso, such nach con queso. Dedro Lyko aus dem Chat hat sich beworben als Pizza-Bring-Service mit Giovanni's Bella Pizza. Hat er auch Tex-Mex? Also für die, die es nicht wissen, Giovanni's ist ein Clan, ein Vampir-Clan, deswegen. Da könnte die Pizza leicht gespenstisch werden. Ein Erfahrener. Ja. Also ihr könnt gerne bestellen, irgendwie online oder per Telefon. Und ja. In 20 Minuten sind sie da. Eure neuen Handys benutzen. Ja, dann ja, irgendwann hört ihr ein Klopfen an der Tür. Wegen der Verstärkung nur so ganz leicht wahrnehmbar, aber. Der Tex-Mex, Mann. Ihr habt ja gerade erst bestellt, also das wäre schnell. Wow. Erwartet ihr noch jemanden? Nein? Okay. Hat die Tür einen Spion? Natürlich. Ich guck mal auf mein Handy und guck, wer da vor der Tür steht. Geh mal dezent zu meinem Kleiderschrank und tausche meinen Revolver gegen den Revolver aus dem Kleiderschrank. Ja, die alte Dame steht vor der Tür mit so einem Tablett, einer Tupper-Abdeckung drüber. Okay, das ist die Lady von unten, die will euch ein Begrüßungsgeschenk, glaube ich, machen. Die ist so ein bisschen Nachbarschafts.
Tüdel. Ist das deine Haushälterin oder was? Oder Concierge? Nein, die ist einfach nur aufdringlich. Ach, das ist aber nett. Selbst reinlassen. Okay. Ich würde euch raten, hier niemals Leute reinzulassen. Habt ihr gesehen, was ihr im Schrank lag? Aber die Dame wirkte nett unten. Etwas neugierig, aber nett. Kuchen gehen mit, und ihr mit ihr den Tee trinken, dann essen wir hier oben Tacos und erfahren, nehmt was doch einfach den verdammten Kuchen entgegen und schickt sie wieder weg. Wo ist das so schwer? Okay. Ich stecke meine Waffe wieder in meine Gesäßtasche. Ich würde zur Tür gehen und aufmachen. Ah. Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier in unserem Haus. Schön, dass der Herr Thomas einen Ersatzmieter gefunden hat. Das ist ja total lieb, dass ihr extra dafür hochkommt. Vielen Dank. Ja, ein Begrüßungsgeschenk. Und dann nimmst du die Tupper, aber das ist halt so ein Blechkuchen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ganz herzlichen Dank. Aber Sie, oh. So vielen Leuten in diesem schlimme Zeiten, nicht wahr? Ja, es liegt daran, offensichtlich gibt es nicht so viel Wohnungen hier. Es ist so eine Übergangslösung. Sie sehen gar nicht so aus, als ob sie alle verwandt sind, oder? Nein, das sind wir nicht. Aber sind wir nicht alle Geschwister in Christus? Ja, bless your heart. Danke für den Tee. Bis bald. Tschüssi. Ja. Gott segne dich. Man kann noch so ganz dumpf durch die Tür hören, irgendwie wie sie nach ihrem Mann ruft und dann, da ist eine Sekte eingezogen. Und das im frommen Texas. Auch nicht mehr das, was es mal war. Verdammt. Gottloses Volk hier. Also ich wette, du als unser neuer Quasi-Vermieter bist jetzt super stolz auf uns, wie souverän unauffällig wir das gelöst haben, oder? Willst du Kuchen? So, ja, ich esse jetzt was von dem Kuchen, ehe die Tacos kommen. Ich brauche ein Stück Kuchen. Ach, du isst ja nichts vor Menschen, richtig. Ich lasse dir ein Stück Kuchen über. Ich stelle den Rest in diese Küchenablage, da ist ja bestimmt so eine Küchenzeile oder sowas, oder eine Ablage. Ja, der Kuchen schmeckt sehr lecker. Ja. Mit Apfel. Ja, nicht wusste, Cyrus hat auf seinem Charakterbogen Apfelallergie. Nein. Der erste Hunter ist schon gestorben. Das war's. Mein neuen Charakter. Das ging schnell. Ja, und nach einer Zeit kommt halt auch der Lieferservice und bringt euch euer texanisches Tex-Mex-Essen. Und dann könnt ihr euch besprechen über Dinge. Ja, genau. Also ich fange einfach an zu reden und ihr hört einfach zu, während ihr da so Rippchen esst. Ja, also auf jeden Fall, pass auf. Folgende Situation, könnte ich davon vielleicht nachher auch noch was haben? Danke. Ja, danke. Auf jeden Fall folgende Situation. Also ich hab rausgefunden, hier sind definitiv Vampire in dieser Stadt unterwegs und die hatten auch mal einen Deal mit quasi uns, beziehungsweise dem Mutterkonzern. Der ist jetzt allerdings hinfällig, so dass jetzt quasi eigentlich jeder Vampir zum Abschuss freigegeben ist. Und unsere Aufgabe ist es, abzuschießen. Aber es sind doch Monster. Wieso hätte man überhaupt einen Deal mit ihnen schließen sollen? Naja, die haben wohl einen von sich übergeben, damit der Mutterkonzern damit Experimente machen konnte, um mehr über die rauszufinden. Und die haben wohl ziemlich viel krasses Zeug rausgefunden.
mit dessen Hilfe sie anderswo ganze Städte lahmlegen konnten, also vampirtechnisch. Und daher weißt du, was wir für Equipment brauchen und deshalb sind unsere Schenke so befüllt, wie sie befüllt sind. Ja, im Prinzip ja. Okay. Du hast das alles besorgt oder du arbeitest für diese Organisation oder wie? Also ich arbeite für diese Organisation auf Basis dieses Vertrages und ich halte den Vertrag hoch, den ich den dreien ja auch mal zur Unterschrift vorlegen werde. Und ihr dürft, wenn ihr keine Fettflecken da drauf macht, auch keine Tomatensauce, bitte. Nein. Dann dürft ihr euch den mal angucken und dann ebenfalls unterschreiben. Ja. Okay, und was steht da drin? Und wie lange arbeitest du schon für die? Wie lange ist das her, dass ich meinen Vertrag da war? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie haben wir gar nicht festgelegt. Irgendwie wird wohl ein paar Monate jetzt her sein, ne? Ach so lang schon. Okay, alles klar. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie so 3 Wochen gedacht oder so. Ja, von mir ist auch das. Wenn, was dir besser passt. Ja, dann sage ich jetzt. Ja, 3 Wochen. Und was hast du gemacht in der Zeit? Also was beinhaltet deine Arbeit? Ich zeig so auf alles um mich herum. Du hast mehrere solcher Wohnungen. Unsere Ausrüstung zusammenzustellen und uns herzuholen. Sind wir die einzige Gruppe, die du begleitest oder betreust? Oder hast du mehrere solcher Gruppen? Nee, also ihr seid die einzigen. Also ich gehöre ja dann quasi zu eurer Gruppe. Ja. Ach, du gehst mit vor die Haustür dann mit uns? Nein. Siehst du, das habe ich gedacht. Ja, ich wollte sagen, du siehst auch nicht so aus, als hättest du noch mehr Menschen außer uns jetzt. Und dieser Frau da unten. Mhm. Ich glaube, das ist schon fast zu viel. Das heißt, ich sehe das schon richtig, wir drei, die wir alle den gleichen Beruf zumindest einmal gelernt haben, sind die Sondereinsatztruppe, die auf die Straße geht, ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht eben falsch rüberkam, aber im Grunde bin ich jetzt nicht so der, den man unbedingt in einen, weiß nicht, Boxring erwarten würde oder ähnliches. Da würde ich nicht gut ausgehen. Ja, ich hatte einen Vielleicht nochmal so an dir runter. Ja. Also ich bin 1,60 groß und so dünn. Ja, aber ich wollte nur sagen, ich bin jetzt... Boxing bin ich doch da. Ich weiß gut. Gar nicht, was ihr habt. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich halte dir mein Klackerlicht hin, wenn es dunkel ja. wird. Lol. Haben wir irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die uns helfen dabei, irgendeinen Wissensvorsprung gegenüber anderen Menschen? Warum sind wir ausgewählt worden? Was ist der eine Grund, warum wir in dieser Konstellation zusammensetzen, außer unserem Beruf? Also ihr seid ja irgendwie schon in Verbindung gewesen mit Vampiren und so. Und ihr scheint auch alle irgendwie, also ich weiß nicht, also ihr zwei, ihr habt irgendwas, ihr könnt irgendwas, was ich nicht checke. Mhm. So, du bist zum Beispiel, und ich zeig's auf Cyrus, du bist so ein Psycho. Ich guck nochmal in die Psycho, ich sag's schon wieder, ich bin kein Psycho. Ich kann gar nicht betonen, wie wenig Psycho ich bin. Psychomant. So nennt man das. Ach, ja, so haben die das zwischendurch genannt in den letzten 2 Wochen. Das heißt irgendwie, wenn ich Sachen berühre, merke ich, was mit denen passiert ist, wenn da irgendwas Wichtiges war. Aber das kann ich auch nur so seit kurzem und ein bisschen. Also wenn du mir jetzt hier dein Zippo gibst, kann ich dir vielleicht sagen, wo du das her hast oder sowas. Finger weg! Ich sage ja nur vielleicht. Außerdem habe ich jetzt auch gerade Spare Ribs Finger. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Zippo anfassen. Dankeschön. Ich stecke mein Handy ganz schnell wieder in meine Tasche. Und was hast du bei mir gelesen? Moment, irgendein Fremdwort. Pyrokinese. Pyrokinesis? Ist das nicht irgendwie eine Metalband aus den 90ern?
Pyogenesis. Bist du Musiker? So, sagen wir so, ich kenne mich vielleicht mit Feuer aus. Deswegen das Benzin-Feuerzeug. Alles klar. Okay. Ja, und Clara, bei dir habe ich, also ich meine, ist das irgendwie so ein Stempel für ich bin Pfarrerin? Oder? Und ich zeig dir so ganz unverhohlen die Akte, wo dieses Symbol, dieses Kreuzsymbol drin ist. Das ist ja bestimmt ein cooles Gefühl, wenn du dein eigenes soziales Mediums-Dingsbum siehst, ne? Und alles ausgedruckt. Ja, total toll, freue ich mich immer. Aber wenn hier jemand ein eigenes Symbol für ich bin Pfarrer hätte, dann ja wohl eher da drüben. Ich habe ja noch nicht meine Gemeinde. Ich hätte gerade meine erste Stelle gehabt, aber dann kam jetzt das hier dazwischen. Ja, wo du eben Wissensvorsprung dachtest, dachte ich, na klar, hab ich Wissensvorsprung, aber in welche Richtung ist die Frage und ob das hilfreich ist. Und sonst dieses Symbol, ich glaube, also als wir nach dieser Katastrophe da im Predigerseminar der Organisation begegnet sind, hab ich ein bisschen erklärt bekommen, dass das, was ich erlebt habe oder wie ich das erlebt habe, anscheinend anders ist, als das andere erleben würden. Ich versuche das selber noch zu verstehen, aber dass ich manches irgendwie gesehen, gehört oder gespürt habe, was andere nicht so würden. Eva, hilft das? Es ist ausgesprochen irritierend, aber das Essen ist wirklich gut gewählt. Ja, das ist auch eine Gabe, die ich habe. Ja, bei Dale ist es langsam. Dales Bestellung war ein bisschen kalt geliefert worden. Vielleicht macht er das gerade wieder ein bisschen warm. Genau. Also mein Essen ist kalt und ich halte das Feuerzeug darunter und das Feuer wird, also die Flamme wird ein bisschen größer vom Feuerzeug. Also während ich mir das so leicht entgeistert angucke, hört ihr wahrscheinlich immer mal wieder bei mir ein Murmeln, auch so zwischen den Sätzen, so kein Feuer in geschlossenen Räumen. Hast du Angst vor Feuer? In geschlossenen Räumen? Ja. Ich bin Feuerwehrmann. Ich weiß nicht, was du hast. Du bist Feuerwehrmann? Ich dachte, du bist Pfarrer. Feuerwehrmann gewesen. Im ersten Leben. Okay. Er ist da eiskalt. Er hat auch echte Kerzen am Weihnachtsbaum. Muss man mit leben. Moment, okay, das ist Alpha. Eiskalt. Ja, vielleicht wird es mal Zeit, dass Jethro ein paar Informationen genereller Art über Vampire mal von sich gibt, damit die wissen, woran man Vampire erkennt überhaupt und so. Okay, mache ich. Also ich habe ja 3 Wochen Zeit gehabt zum Recherchieren. eiskalt und erstes Leben, damit wäre ich vorsichtig. Vampire sind nämlich körperlich kalt und sind ja schon in ihrem, also ihr habt es ja gerade schon selber gesagt, die sind untot. Bitte kein offenes Feuer eingeschlossen. Ach, verdammt. Auf jeden Fall, die saugen Menschen aus, vielleicht auch Tiere, das habe ich noch nicht rausgefunden, und die trinken Blut und ernähren sich davon. Und also man kann sie natürlich darüber gut ausfindig machen, dass sie zum Beispiel niemals, also wenn man zum Beispiel, wenn die an eine Bar gehen und einfach überhaupt nichts bestellen, nichts trinken und so, oder in einem Restaurant die ganze Zeit sitzen, ohne was zu essen. Da wird man doch rausgeschmissen. Bist du dann ja auch ein Vampir? Weil du die ganze Zeit nichts isst. Willst du ja einen symbolischen Nacho haben? Wäre das, ehrliche Frage jetzt, wäre das ein Indiz, wenn wir in eine Bar gehen, da ist jemand, der trinkt nichts, der isst nichts, wir geben ihm einen Nacho, könnte ein Vampir diesen Nacho essen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Kannst du diesen Nacho essen? Jetzt gerade nein. Du merkst schon, dass Clara rausgefunden hat, dass dich das sehr suspekt anstellen lässt, ja? Du hast Angst vor Feuer. Du isst nichts in Gegenwart von uns. Du traust dich nicht raus an das Tageslicht. Sind es auch Frauen oder? Ja, es können auch Frauen sein. Das habe sogar ich rausgefunden. Und man kann auch offensichtlich davon ausgehen, dass Vampire andere Menschen zu Vampiren machen. Na, ich versuche nur rauszufinden, was mit ihm jetzt hier los ist. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich gehe so 1,5 Schritte, während ich so noch einen Spare Rib habe, so in Richtung Fenster. Also ich stehe jetzt gerade vollkommen und so wirklich leicht zitternd einfach so in der Ecke, weil ihr mich echt da voll in die Ecke drängt. Und ich habe mich gerade überhaupt nicht gedacht. Wir wollen dir gar keine Angst machen, aber ich... Dann machst du gerade noch den Gegenteil. Mal die Stirn passen, gucken, ob er kalt ist. Dürfen wir dich berühren? Nein, ich glaube nicht. Gruppenkuscheln. Nein, atmen. Atmen, Jethro. Ausatmen. Andererseits, wenn er nicht atmet und trotzdem lebt, ist das noch ein Indiz, dass er ein Vampir ist. Alter, der hat voll die Panikattacke. Jetzt sei nicht so gemein. Ausatmen. Okay, das dürfte ein Beweis dafür sein, dass ich kein Vampir bin. Das können die nämlich nicht. Okay, das kommt auf die Habenseite. Ernsthaft? Wollt ihr denjenigen, der euch zum Vampirejagen hier in diese Stadt geholt hat, als allererstes erstmal killen, weil er ein Vampir sein könnte? Niemand hat noch von killen gesagt. Wir sammeln Informationen und prüfen. Du musst das als Fortbildungsveranstaltung sehen. Hilf uns! Was für Fortbildung habt ihr im Predigerseminar gehabt? Der Chat sagt übrigens, die Vampire hatten vor euch Angst. Das legt sich jetzt, glaube ich, gerade. Ich mache mal alle platt. Nein, aber wir gehen mal davon aus, das ist ein Argument. Die Tatsache, dass du atmest, ist ein Argument. Wir bleiben weiter erstmal im Gespräch und du erzählst zu Ende, was du sagen wolltest bezüglich der Situation, dass Indizien sind, die essen nichts, die trinken nichts, wie sieht's mit Sonnenlicht aus? Also Dale, jetzt mach endlich das verdammte Feuer aus. Ich halte es nicht aus hier. Ja, Dale, reiß dich zusammen. Okay, Grundsatz jetzt hier, ja? Essen ist warm, alles wenn gut. Ihr mich noch mal so in die Ecke dringt, dann habt ihr mich zum Feind. Das halte ich nicht aus. Zweitens, kannst du das noch mal wiederholen? Ich bin gerade nicht so mit der Konzentration. Kein Problem. Wir gehen davon aus, du wolltest gerade weiter erzählen. Indizien. Für was könnte er dafür sprechen, dass ein Mensch kein Mensch, sondern ein Vampir ist? Der isst nichts oder sie. Der trinkt nichts oder sie. Vampire trinken Menschen. Vampire können Menschen zu Vampiren machen, das habe ich selber erfahren. Vampire können männlich und weiblich sein, das habe ich auch selber erfahren. Vampire Tageslicht? Ja, das können die, glaube ich, auch nicht. Immer nur nachts unterwegs. Okay, dann habe ich noch rausgefunden, Vampire halten extrem viel Schaden weg, aber bluten. Nicht viel, aber bluten. Nicht so stark, wie ich bluten würde, aber sie bluten. Gibt es da irgendeinen Schmerzindikator, den man merkt, wenn man zufällig in der Nähe von jemandem ist, dem man irgendwie einen mit der Schulter gibt und der merkt das nicht oder so? Also fragst du jemanden, der nicht unter Leute geht? Ja, er hat recherchiert. Da habe ich doch keine Ahnung von. Also, nee, weiß ich nicht. Wie hast du denn die beiden Vampire als Vampire enttarnen können, die du kennst oder kanntest?
Also über Technik. Ich habe das rausgefunden. Also die eine hat zum Beispiel einfach mal einen Geldautomaten aufgesättelt. Okay. Ich verstehe, dass das verdächtig ist. Mit bloßen Händen. Okay, okay. Ich habe gerade Dale gesehen, wie er mit Feuer rumspielt. Das könnte ich nicht. Ich finde das auch nicht unbedingt toll, aber ich bezweifle nicht, dass Dale ein Mensch ist. Ach so, bei ihm bezweifelst du das nicht, aber bei mir fängst du sofort an zu zweifeln. Na, das erste Indiz, was du genannt hast, ist, er kann nicht essen. Er kann essen. Nein, also ich sage nur, auch offensichtlich gibt es Fähigkeiten unter Menschen, oder nicht? Ich habe ja auch eine. Du hast eine, ja. Du hast eine. Ja, okay. Ja. Ich gucke übrigens jetzt die ganze Zeit zwischen Cyrus und dem Nacho hin und her und dann packe ich einfach den Nacho und esse. Yes. Cool. Danke. Gut gemacht. Halleluja. 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 Wir werden also Freunde. Mit diesem Nacho. Schön. Leute, man kann nur Hunter werden, wenn man Nachos isst. Also ist es, wenn ich das jetzt richtig sehe, es gibt diese Organisation, die die Vampire sehr gut kennt, mit ihnen zusammengearbeitet hat, die dich aber nur aufgefordert haben, hier diese Ausrüstung zusammenzustellen, uns mit etwas Lesestoff versehen haben und dieser und jener Fortbildung. Und es gibt nur, ja, geht mal und sucht halt. Naja, eigentlich haben sie mir nur, ja, geht mal und sucht halt gesagt. Stehst du uns zur Seite, wenn wir, ich sag mal, stellen wir uns jetzt mal vor, wir spulen mal ein, zwei Wochen in unsere aller Leben vor. Wir sind jetzt zu dritt auf der Straße. Wir suchen den einen Vampir, von dem du weißt, wo er ist. Oder eingrenzen kannst zumindest, dass er in dieser Stadt ist. Und wir sind dem auf der Spur. Stehst du uns... oder wodurch auch immer noch weiter zur Verfügung? Oder ist das ein Briefing und wir sehen dich nie wieder? Nee, ich bin ja jetzt Teil der Gruppe. Also ich bin genauso rekrutiert wie ihr. Ich bin exakt auf der gleichen Stufe. Ich kann nur ein bisschen was anderes. Deswegen habe ich schon vorgearbeitet. Okay, gut zu wissen. Jetzt wird's spannend. Willst du uns auch mal deine Ausrüstung vorführen? Oder deinen Namen nennen? Habe ich doch gesagt, ich bin Jethro. Jethro, okay. Hat er ganz am Anfang gemacht, ja. Hat er doch gesagt. Ja, hat er, okay. Genau, und nein, ich würde euch nicht so gerne in meine Wohnung lassen. Okay. Ihr dürft mal reingucken. Okay, das ist gut. Gibt es eine Durchreiche zu dir rüber? Das wäre doch praktisch. Wie erreichen wir dich? Über diese sehr, sehr einfach zu merkende Telefonnummer, von der du geschrieben hast? Nee, dafür habt ihr den großen J-Button bei euch auf dem Smartphone. Ah, okay. Nicht zu verwechseln mit dem roten Button, der ist für Notfälle. Okay. Was passiert dann? Können wir nicht irgendwie so Urteile haben, dass wir uns immer verständigen können? Müssen wir den J-Button drücken, um dich anzurufen? Handy entsperren, Taste eingeben, J. Naja, also ich glaube nicht, dass du immer möchtest, dass ich dich hören kann, oder? Ich glaube, es ist eher umgekehrt das Problem. Also, du möchtest, dass ich dich auf dem Klo abhöre? Nein, aber ich bin sicher, dass du mich nicht auf dem Klo hören willst. Ja, das auch. Nehmen diese Leute in den Filmen bei den US, also bei unseren Filmen nicht den Ohrknopf auf der Toilette raus? Also, der ist ja nicht dann im Implantat, oder? Das ist korrekt, aber der Ohrknopf ist nicht das, wo du reinsprichst. Ja, wir gut, das, aber... Wie bei Torchwood, die haben das hier direkt implantiert. So könnten wir das machen. Ach, das sind diese komischen britischen Serien, die kenne ich nicht. Ich hab's nicht so mit medizinischen Eingriffen, muss ich zugeben. Da muss ich euch anfassen für. Dann nehme ich auch lieber ein Handy, das ist okay. Also ich könnte euch noch Bluetooth-Dinger organisieren, aber die sind natürlich, die sieht man, ne?
Vielleicht sieht das eine Spur zu auffällig aus. So einsatzmäßig, das muss ja nicht sein. Genau, wenn wir mit unseren Pflöcken durch die Innenstadt gehen, sieht das zu auffällig aus, wenn wir ein Bluetooth-Headset haben. Den Riesenwumm, ja, ja, genau. Ich versuch mal was selber zu basteln. Vielleicht geht das. Gut. Wie würdest du denn vorschlagen, dass wir jetzt, wenn wir alles wissen, was wir wissen müssen, was wäre ein erster Schritt, den Vampir einzugrenzen oder zu gucken, wie viele Vampire in der Stadt insgesamt sind? Vielleicht bringst du sie auch mal aufs Laufende, was du entdeckt hast, irgendwie damit ein Ding habt. Alles klar. Also, ich habe zwei Vampire identifizieren können. Einen davon habe ich bereits selber erledigt und abholen lassen. Und einen zweiten habe ich rausgefunden, wo sie wohnt. Genau. Und sie hatte auch Besuch von so einem Holzfäller-Typen, bei dem ich vermute, dass der auch Vampir ist. Aber das kann ich nicht genau sagen, weil den habe ich jetzt noch nicht. Also, genau. Und dann war ich beschäftigt mit euch vorbereiten und so. Mhm. Genau. Ja, außerdem hatte ich rausgefunden, dass sie das auch war, mit denen die Experimente gemacht haben, oder? Ja. Ja, außerdem ist das auch die Vampirin gewesen, die in Gewahrsam unseres Mutterkonzerns gewesen ist. Mhm, die hat überlebt. Okay. Ist wohl ausgebrochen. Ja, vielleicht zeigt er euch noch die Videoaufnahmen, die er bekommen hat, irgendwie aufs Handy gespielt oder so. Also das sind mehrere Aufnahmen, einmal so eine Überwachungskamera aus einem Club. Man sieht stark bearbeitet. Wahrscheinlich, weil die Aufnahme irgendwie vorher mal irgendwie wiederhergestellt worden ist oder so. Oder weil die Kamera generell nicht so gut war. Und da sieht man, wie diese junge Frau mit roten, langen Haaren eigentlich ganz normal aussieht, von einer Gruppe junger Männer bedrängt wird, eingekreist wird, sie zuerst herumschubsen und wie diese Frau dann austickt und quasi diese Gruppe junger Männer alle tötet. Auf die grausamste Weise, so mit Kopf ab und viel Blut und so. Hast du herausfinden können, ob alle Vampire so übermenschlich stark sind? Also den anderen habe ich aus der Ferne erledigt, da habe ich von der Stärke nichts mitgekriegt. Der hat versucht, irgendwo einzubrechen, hat so. Okay. Lockpicking hier. Ja, die zweite Aufnahme ist... Mein erster Tipp wäre ja jetzt an euch, keine Frauen zu bedrängen, aber gut. Die zweite Aufnahme ist ähnlich, da sieht man von durch eine regnerische Nacht herausgefilmt mit so einem ganz schlechten Handykamera-Bild, durch eine schmutzige Scheibe gefilmt, ein Trailer, also so ein Wohnwagen und zwei Männer, die da irgendwie im Bild sind und dann halt auch wieder diese Frau, wie sie auf die drauf springt und halt auch dort deren Leben beendet. Und dann die dritte Aufnahme dann mit dem Geldautomaten, der einfach so barhändig auseinandergerissen wird. Weder der Geldautomat noch der Trailer haben die Dame bedrängt und ich bin mir fast sicher, dass ich sie nicht Dame, sondern Monster nennen möchte. Tu das. Sind wir uns einig, dass wir als Ziel haben, dieses Wesen zu vernichten? Ja. Oder wollen wir es wieder gefangen nehmen? Ist das unser Auftrag? Nein, vernichten, ja? Also das ist das, was unser Auftrag wäre. Aktuell stehen die Zeichen auf Krieg und das heißt, alle Vampire müssen liquidiert werden. Okay. Ja, mögen sie brennen? Ja, apropos, aber bitte nicht in geschlossenen Räumen. Apropos brennen, es gibt ja noch einen...
Rennen. Es gibt ja noch eine weitere Besonderheit, auf die Jethro gestoßen ist, die um sich um Silvester rum ereignet hat, nämlich das, die Explosion des Hoteltowers mit der brennenden Schrift auf der Fassade. Das kann er euch dann auch noch sehen. Also die, da dieses große Gebäude, was ihr gesehen habt, wo die Gerüste dran waren, da scheint wohl irgendwie ein Stockwerk explodiert zu sein. Das ist dann eine brennende Schrift erschienen, wo stand Ronan O'Connor. Und Jethro kann euch ja erzählen, dass wenn er nachgeforscht hat, herausgefunden hat, dass das Sheriff Office natürlich Ermittlungen deswegen durchgeführt hat, aber die dann einfach so eingestellt wurden, und zwar merkwürdigerweise nachdem das Sheriff Office von höchster Stelle aus irgendwie so eine Generalüberholung bekommen hat, also neues Equipment bekommen hat und so. Mhm. Danach hast du herausfinden können, was ein Ronan O'Connor ist? Also, das ist ein Typ, ich war übrigens während der Erzählung, war ich auch zwischendurch mal auf Toilette, ich habe das echt nicht mehr ausgehalten. Also, das ist so ein Typ, über den ich halt nicht so wirklich was rausfinden konnte. Der scheint auch abgetaucht zu sein seitdem. Also ich hab echt versucht, den ausfindig zu machen. Ich habe den die Wohnung nirgendwo halt noch. Also die, wo die Leute die Sachen rauskriegen, also die Polizei hat die Wohnung ja durchsucht. Aber was mit den Beweisstücken und so, die müssen halt noch beim Sheriff liegen. Da ist Jethro jetzt ja, weil er nicht unter Leute geht, wahrscheinlich nicht hingegangen. Hm. Mit so Schrift an der Wand, das haben wir auch schon gesehen. Schrift an der Wand? Wieso sieht man Schrift an der Wand? Ich finde das sehr außergewöhnlich. Wer ist so dumm und schreibt seinen Namen, wenn er ein Gebäude in die Luft jagt, an die Wand? Ja, du weißt so umgedrehte Kreuze. Also wer an die Wand geschrieben hat, wissen wir nicht. Ja gut, vielleicht war es auch eine Warnung an die Person. Warum dieser Name da steht, wissen wir auch nicht. Und wer das ist, wissen wir auch nicht. Genau. Alles, was wir wissen, ist, wir haben schon mal eine Schrift an der Wand gesehen. Ob das was damit zu tun hat, wissen wir auch nicht. Naja, also wenn man hier in der Stadt einfach mal so eben die Schrift in Flammen an das höchste Gebäude pappt, das hat schon ein bisschen was von Bloßstellung in aller Öffentlichkeit. Schon sowas wie ein Ausrufungszeichen, ne? Also und egal, ob der was mit Vampiren zu tun hat oder nicht, der Typ ist fishy, dieser Ronan. Ja, und du konntest du den nicht irgendwie online finden, oder? Also weird. Keine Akte drüber. Moment. Auf der Organisation nix. Du sagtest, es gibt Beweismittel. Ja, analoge. Auf die kann ich nicht zugreifen. Und ich bin der Letzte, der da aufläuft in der Polizeistation. Wenn wir die bekommen könnten, wenn ich die berühren kann und dieser Typ hat die berührt, kann ich vielleicht mehr erfahren, als die Polizei erfahren kann. Gute Idee. Großartig. Wie kommen drei Pfarrer, die nicht in dieser Stadt tätig sind als Pfarrer, an abgeschlossene, abgesicherte Materialien? Bist du so gut mit Technik, dass du uns einen Grund dafür bescheren kannst, dass die uns ausgehändigt werden können? Ich muss ja nicht mit Polarhemd dahin gehen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich trage eine Polizeiuniform, aber ich will auch nicht sagen, ich muss keine Polizeiuniform tragen. Gefälschte FBI-Ausweise. Also, was ihr beide ja habt, sind über, wenn ihr die Anzüge, die schwarzen, aus dem Schrank anzieht, anstatt im Polarhemd rumzulaufen. Das wäre zumindest auffälliger. Ja, ich sage ja nur, könntest du die mit einem Ausweis in Verbindung bringen, der mir ermöglicht, an Materialien zu kommen, die vielleicht unter Verschluss sind? Kannst du vielleicht auch so Sachen wie hier mit Dietrich und so, weil ihr seid doch beide polizeikundig. Ihr könntet verhaftet werden. Bitte? Ich bin polizeikundig? Achso, ja, richtig. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, aber FBI oder so, gefälschte FBI-Ausweise oder so ein Kram? Damit kann man auch festgenommen werden. Der Chat hat einen tollen Vorschlag, der Dedro Lyko schreibt, wie wär's mit Polizeiseelsorge? Das ist auch eine Idee mehr. Aber die kriegen so selten irgendwie in die Asservatenkammer den Zugriff.
Naja, was macht das mit mir, wenn ich jetzt in die Asservatenkammer gehe? Na, ganz ohne List und so werden wir nicht auskommen und ganz ohne Rumschleichen und so. Das, also, es ist nicht so, dass uns irgendetwas automatisch dahin bringen könnte oder würde. Eben, und trotz des Kragens habe ich mir vorgenommen, nachdem was mir passiert ist, dass ich nicht zulassen will, dass diese Wesen irgend weiteres Unheil machen. Und wenn das in Kauf nehmen heißt, dass ich irgendwo lüge oder Ausweise fälsche, mache ich das. Das ist sehr tapfer von dir, dass du sogar lügen würdest. Weiß. Du darfst ja lügen, aber er muss die Ausweise fälschen. Aber wenn er schlecht fälscht, komme ich ins Gefängnis, nicht er. Guck ihn dir an. Er fälscht nicht schlecht, so wie er aussieht. Der kann das. Okay. Ich ziehe mir mal den Anzug an, zumindest vom Oberteil schon. Aber ich sag mal, haben wir eine Organisation im Rücken oder nicht? Sieht die aus wie das FBI oder nicht? Hallo? Ja, das sollte doch klappen. Also, ihr habt mich. Wieso guckst du so komisch? Weil ihr mich habt und keine Organisation. Ihr habt nur mich. Wer hat uns hier hingeschickt? Eine Organisation. Ja, nein, vielleicht. Dein Handy klingelt. Meins? Ja. Hallo? Nee, du hast wieder eine SMS gekriegt. Da steht drauf, ich war das. Mich hat auch eine Organisation, ich weiß ja nicht, was sie liest gerade, mich hat auch eine Organisation angesprochen. Ja, und von denen ist der Vertrag hier und den müsst ihr euch jetzt durchlesen und dann unterschreiben und ich gehe in den Zwischenzeit. Ja, und steht in dem Vertrag, Entschuldigung, ich habe hier Verständnisschwierigkeiten, steht in dem Vertrag und von nun an seid ihr auf euch gestellt und es hat uns nie gegeben und wir helfen euch in keiner Weise, was ist das für ein Scheiß? Also ihr werdet bezahlt. Ihr kriegt Übrigens möchte ich nicht solche Kraftausdrücke hören. Auch wenn wir polizeilich gesucht werden und auch wenn wir Ausweise fälschen, müssen wir noch lange nicht fluchen. Also tut mir leid, ihr werdet ja Schwierigkeiten mit mir haben. Ihr werdet ja sehr gut bezahlt und könnt euch halt von dem vielen Geld, was ihr da bekommt, halt natürlich auch Ausrüstung und so bekommen. Was halt Jethro vielleicht euch dann noch irgendwie sagen kann, ist, dass die Organisation halt dezentral ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Stabsstelle oder irgendeine staatliche Unterding vom FBI oder von der NSA oder sonst irgendwas. Die treten halt nicht als wir sind hier die Hand auf, sondern jede kleine Zelle ist auf sich gestellt. Das heißt, wenn auch eine Zelle aufgerieben wird von den Vampiren, dann ist auch nur diese eine Zelle weg und nicht die ganze Organisation in Gefahr. Das heißt, es gibt auch kein Netzwerk, über das man gefälschte Ausweise beziehen könnte oder so. Was meine Dafür habt ihr Leute wie Jethro, die das können. Okay. Also meine Größe scheint zu passen vom Anzug. Wegen mir könnten wir gleich morgen früh nach Dienstantritt dahin fahren, wenn du irgendwie die Ausweise schnell genug machst. Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert. Ist ja nur Drucker anmachen und ausdrucken, oder nicht? Muss man da mehr machen? Ich glaube, ich werde vielmehr eine richterliche Anordnung fälschen, die euch ermöglicht, die Asservatenkammer nach euren Beweismitteln zu durchforsten. Okay, das klingt sehr gut. Lässt sich, also ist wahrscheinlich einfacher, bei dem auf den Computer einzudringen, als FBI-Ausweise zu fälschen. Dann weißt du ja schon, wie du das anpackst. Jupp, mach ich, alles klar. Und okay. Ihr bereitet euch. Dann schlaf ja, wir morgen Zeug wieder. Hier. So. Ja, ich habe auch noch mein Auto parkt ein paar Blocks von hier. Ich müsste noch meine 2-3 Sachen, die ich dabei habe, vielleicht mitnehmen, sowas wie Klamotten. Ja, aber lass die Karre da echt stehen und fahr mit dem, den ich dir organisiert habe, ja? Okay. Er ist nicht ganz so schnell wie meiner, aber ist okay. Du fährst wie ein Opa. Nein, Mann. Ich fahre im Rahmen der Geschwindigkeitsempfehlung in diesem Bundesstaat.
Und du fluchst mich. Super. Geschwindigkeitsbegrenzung am Arsch. Bitte? Ja. Du musst ja jetzt auch nicht gerade fahren. Ich möchte betonen, dass meine Beule in meinem Fahrzeug nicht durch einen Verkehrsunfall zustande kam. Ich war nicht im Auto, als die zustande kam. Sondern? Auf der Motorhaube. Okay. Was hast du auf der Motorhaube getan? Alter, komm, gegen Vampire gekämpft. Lass uns mal losfahren. Ich will das eigentlich nicht wissen. Das nenne ich Einsatz. Ne? Und ich besitze nicht viel mehr als dieses Auto. Und sogar da nehme ich in Kauf, das kaputt zu machen dafür. Also, wenn du den fünften Vampir getötet hast, kaufe ich dir ein neues Auto. Deal. Hast du Geld oder was? Ja, du nicht. Der Blick ist... Geht so. Und das Auto spenden wir dann an wohltätigen Zweck und ich fahre meinen kaputten weiter. Ich schnapp mir so die paar restlichen Sparrows so bis morgen und verlasse einfach die Wohnung. Ich auch, aber ohne Sparrows. Ja, also wenn ihr noch irgendwas zu besprechen habt, dann könnt ihr das jetzt besprechen, ansonsten würde ich in den nächsten Tag springen. Ja. Ja, also schlaft alle sehr gut. So. Wacht früh auf, wahrscheinlich. Wegen Tatendrang. Oder ist jemand von euch Langschläfer? Schnarcht jemand, dass jemand anderes eine schlechte Nacht hatte? Eher wahrscheinlich deutlich kürzer, weil andere Leute mit im Raum sind, die ich nicht kenne und das ein Raum ist, den ich nicht kenne, ne? So ist es. Ja, du könntest ja mal deine Kräfte einsetzen, um zu gucken, was vielleicht, weiß ja nicht. Ja. Er hat zumindest gesagt, dass hier in dem Raum was ist, ne? Also, dass hier ein Vampir zumindest Interesse dran hatte, auch an dem Raum. Aber ich habe ja keinen bewussten Gegenstand genannt bekommen. Das heißt, das jetzt einfach aufs Bett zu versuchen, macht erstmal noch keinen Sinn. Da müsste ich ihn erst fragen, welchen Gegenstand ein Vampir auch definitiv berührt hat vielleicht. Oder ob da irgendwas geschehen ist. Ich würde es erstmal nicht machen. Ich halte das im Hinterkopf, aber ich sehe noch nicht den Anlass dafür. Jo. Ja, dann... Oder auch, wer hier vorher gewohnt hat, aber naja. Ja, dann seid ihr relativ früh wach in dieser kleinen Küchenecke. Könnt ihr euch dann Frühstück machen. Die Schränke sind voll mit Essen. Der Kühlschrank auch gefüllt. Also dafür hat Jethro wahrscheinlich gesorgt. Voll nett. Das ist gut. Bester Mann. Ehrenmann. Ehrenmann. Backoffice. Ja, und was ist jetzt der Plan von euch dreien? Vier. Also ich ziehe mir, da ich weiß, dass der Anzug passt, ziehe ich mir als erstes schon mal direkt den Anzug an, in der Erwartung, dass er halt so ein Zettelchen hat, ne? Mhm. Würden wir zu dritt da hingehen, wenn er die richterliche Verfügung hin hat, oder möchte irgendjemand was anderes heute machen? Der Auffälligkeit halber würde ich sagen, nur zu zweit, also wir können ja nicht als Gruppe. Okay. Ja gut, wir werden, wenn irgendwas schief läuft, haben wir keine zweite Chance, wenn alle drei Gesichter schon da waren. Das ist richtig, ja. Sinnvoll, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel ich festgenommen worden würde, weil der Ausweis oder die richterliche Verfügung so schlecht ist, könntet ihr beiden oder wer auch immer von euch eine Person mich rausholen, wenn ihr einen besser gefälschten Zettel habt. Ja, wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass bei der Polizei jetzt keine Vampire sind oder die uns alle wohlgesonnen sind. Stimmt, er hat gesagt, dass die Polizei irgendwie besseres Equipment und Gefälligkeiten bekommen hat, um still zu sein, ne? Das könnte dafür sprechen. Man weiß nicht, ob es um Stillsein ist, aber danach haben die halt die Ermittlungen gegen diesen Ronan O'Connor eingestellt. Wisst ihr, was die offizielle Begründung ist, der ist halt untergetaucht, man kann ihn nicht habhaft werden und man kommt nicht weiter. Das war die Begründung. Wisst ihr was, ich merke so ein bisschen die Paranoia, die Jethro, so ein ganz bisschen, falls ihr das nicht gespürt habt. Ich vermute, er hat so ein bisschen Paranoia. Das überträgt sich so ein bisschen. Ich glaube, ich habe die von Haus aus. Ich glaube, ich brauchte da keine Fremde.
Okay, ja, ich will auch nicht sagen, dass er paranoid ist. Ich meine nur, er hat leichte Züge, die in die Richtung gehen, so wie ich das wahrnehme. Ja, hat ihm anscheinend nicht geschadet bisher. Aber ich habe auch eine relativ gute Menschenkenntnis. Also das ist, sowas entgeht mir nicht. Das kann sein, dass das nicht jeder wahrnimmt sofort. Ja, Dass er leicht paranoid ist, nimmt nicht jeder wahr, wollt ihr mich verarschen? ein ganz Böse Züge. Menschenkenner hier. Ist eher eine Vermutung. Ich will nicht sagen, dass. Sprich die Wahrheit aus. Ja, aber lass uns ruhig immer an deinen Beobachtungen teilhaben. Da lernen wir sicher alle Ja, noch ich denke was. auch nur so können wir als Gruppe wirklich vorankommen, wenn wir uns austauschen und ganz offen miteinander sind da. Willst du mich was essen, dann redest du weniger. Ach, danke, ich esse morgens nichts mehr, aber einen Kaffee würde ich noch nehmen. Okay. Also machen wir es so, dass du alleine gehst oder zu zweit? Es kommt darauf an, als was ich gehe. Ich glaube, FBI muss immer zu zweit gehen. Zumindest ist das in diesen ganzen schlechten Serien so, ne? Ja, aber ist es jetzt, es ist doch nur ein Dingens. Es ist doch jetzt gar nicht FBI. Du kannst ja auch hier Ich weiß es nicht, ja. Nachbarkopf oder was weiß ich sein. Also wegen mir kann ich alleine theoretisch gehen. Dann habe ich zumindest größere Sicherheit, dass ihr zu zweit beziehungsweise dann zu dritt mit ihm zusammen mich eher rausholen könntet, wenn was schief läuft. Andererseits kann man sagen, wenn wirklich bei der Polizei jemand von denen ist, wissen die natürlich um diese Beweise und die sind eventuell stärker gesichert, als wir das bisher annehmen. Dann wiederum würde ich sagen, wäre es gut, zu zweit zu gehen. Hat jemand von euch irgendwie ein, weiß ich nicht, ein besonderes Talent, Menschen so zu beeinflussen, dass sie eher tun, was sie nicht tun würden, wenn ihr das wollt? Einschüchtern habe ich. Na, Aber wenn wir als Offizielle hinkommen, wenn wir sagen, ich habe hier eine richterliche Verfügung, weißt du eigentlich, was das heißt, Junge? mit Sag's dem auch. Feuerzeug in der Ja, mit deinem Feuerzeug hat das schon eine Wirkung, glaube ich. Weiß nicht, ob das die Wirkung ist, die wir vor uns herschieben wollen, aber es hat eine Wirkung. Ja, es könnte funktionieren. Ich könnte, wenn ich mit, also du könntest einschüchtern, wenn ich aber mitkäme, ich glaube, dass ich es merken würde, wenn jemand von den Polizisten ein Vampir wäre. Sowas kannst du merken? Du weißt erst seit anderthalb, na, du weißt seit 8 Stunden, was ein Vampir ausmacht und woran man ihn erkennt. Das kannst du jetzt schon merken? Hä, das weiß ich doch nicht seit 8 Stunden. Nicht? Okay. Nee, unser Predigerseminar ist vor Monaten abgebrannt. Okay. Ja, dann ist das doch eine Möglichkeit. Also ich sag nicht, also ich habe mir jetzt nicht viel Möglichkeit gehabt, das auszuprobieren, aber ich habe, das war das Zeichen, ne, dass ich, als wir zum ersten Mal Vampiren begegnet sind im Predigerseminar, Ja. habe ich gemerkt, dass einer in dem einen Raum war. Das war nicht schön oder so. Und ich hatte halt noch nicht Möglichkeit, damit zu testen oder wirklich zu arbeiten. Aber ich Das sag's heißt, du nur. hast so eine Art Sinn dafür. Ja. Okay. Vielleicht kann Jethro auch noch mal sagen, in welche Richtung. Er hat ja mehr Ahnung von der Stadt und von diesem Polizeirevier. Vielleicht kann er einschätzen, was sinnvoller wäre als Rückendeckung, sage ich mal. Ja, wo bleibt er eigentlich? Das ist eine gute Frage. Sollen Der wir ist doch mal einen eigentlich. anschauen? Och, wir können ja mal einen Kaffee vorbeibringen, ne? Oder lass uns das Nee, große der hört uns J sowieso schon zu. Komm, wir rufen das große J an. Versuch mal, ob es klappt. Genau, ja, versuch das. Hinterher hat uns nur. Zack, geht ein Video los. Ja, Jethro, dein Computersystem meldet sich.
Ja, also wenn ihr das J anwählt, dann kommt eine automatisierte Nachricht. Wart ihr schon im Sheriff-Büro? Und? Geht er ran? Nee, können wir eine SMS zurückschicken? Weiß nicht, wie funktioniert die? Kann man antworten? Nee, du kannst nur das J drücken. Oh, toll! Da sind ja keine Nummern eingespeichert. Oder nicht. Ganz also, ausgefeilte App. Super Kommunikationssystem. Vielleicht will er halt auch super kommunizieren. Dale also bemerkt. Wenn ihr euch Richtung Tür drehen solltet, würdet ihr auch merken, dass da ein Umschlag liegt, den jemand schon bei euch eingeworfen hat. Oder liegt ein Umschlag an der Tür, wenn wir ihm gerade Kaffee vorbeibringen wollen? Naja, gut, okay. Also, ihr seid ja noch nicht aus der Wohnung rausgegangen, ne? Also, sobald ihr euch Richtung Tür bewegt, seht ihr, da liegt ein Umschlag direkt vor der Tür. Den hat jemand durch den Türschlitz, durch den Briefkasten geworfen. Okay. Wir haben in der verstärkten Tür im Ernst einen Briefschlitz. Wie cool. Das ist korrekt. Das klingt toll. Vielleicht ist er auch nur durch ein Schloss zu öffnen, weil nur Jethro euch jemals etwas in den Briefschlitz werfen müsste. Eine verstärkte Tür ist ja nun, damit man die Tür nicht aufbrechen kann, also durch einen Briefschlitz reinzukommen. Reinkommen nicht, aber reinschießen kann man gut. Ja, oder das soll das wahrscheinlich nicht verhindern. Wer ist jetzt paranoid, hey? Giftgas. Giftgas, er gibt den Vampiren gerade ganz tolle neue Ideen. Da habe ich überhaupt keine Selbstschussanlage auf dem Flur. Noch. Das wäre doch mal eine tolle Idee für uns, oder? Also, sobald ich das sehen würde und wir unsere Irritation kundtun, würde ich den Briefumschlag trotzdem mal nehmen. Und ich würde diesen Briefschlitz zumachen, sodass da kein Gas durchkommt. Kannst du mit Panzertape abkleben. Beantragen, dass wir einen Durchbruch oder einen Briefschlitz von Wohnung zu Wohnung direkt machen. Es ist auch Wand an Wand. Rohrpost. Ja. Also es ist nicht Wand an Wand, dazwischen ist der Flur. Ne? Also es ging ja die Treppe hoch, Flur, da eine Wohnung, da eine Wohnung. Ja. Genau, und wo treffen die sich? Natürlich da hinten. Ach so. Ja, so in der Küche oder so, ne? Dann ja. Steht auf dem Briefumschlag etwas drauf? So in einer Oma-Schrift oder in so einer Schrift von einem jungen, erwachsenen, paranoiden Mann? Nein, der ist einfach nur weiß. Okay. Ja, mach doch mal aus. Dann mach ich den doch mal auf. Ein weißes Pulver kommt euch entgegen. Nein. Da drin findest du zwei Zettel. Einer davon sieht verdächtig offiziell aus und ist von einem Richter mit dem Namen Lincoln ausgestellt worden, zumindest seiner Aussage nach. Und der schwurbelt so ein bisschen mit Paragraphen rum und erlaubt euch eine uneingeschränkte Einsicht in die Asservatenkammer der dortigen Polizeistation. Mhm. Und der zweite ist ein Brief, auf dem drin steht: Schaut euch um, macht Fotos von allen Verdächtigen und bringt mir möglichst viele Details wieder mit. Wir sehen uns heute Abend. Ja, ich würde natürlich die Zettel offen zeigen, also ich auch so, dass wir die alle drei gleichzeitig sehen können. Also als absoluter Laie, der mit dem Gesetz selten in dieser Form in Kontakt war, würde ich sagen, das sieht ganz ordentlich aus. Andererseits kann es auch sein, dass ich da hingehe, die mich auslachen und abführen in Handschellen. Wer möchte mitkommen? Ihr könnt ja... Drei Engel für Jethro, doch, das ist gut, ja, du weißt... Ihr Auftrag, sollten Sie ihn annehmen? Ah nein, das war Mission Impossible. Ich würde vorschlagen, du gehst mit rein und ich warte draußen mit dem unauffälligen Auto irgendwie eine Straßenecke weiter
und kommen vorgefahren, sobald ihr raus seid oder sobald ihr Hilfe braucht. Du bist gemutet, glaube ich. Du musst Lehrter mute. Ja. Was ist denn der Plan? Wollen wir es klauen? Wollen wir es nur mal anfassen? Also willst du es nur mal anfassen, Cyrus? Oder wir müssen uns da schon vorher einigen. Ja. Für mich ist das Ganze noch relativ neu. Aber Jethro braucht scheinbar die Fotos von den Objekten, wenn welche interessant sind dabei. Wir hoffen einfach mal, dass wir welche finden, die diesem Fall zuzuordnen sind. Und wenn ich meine neueren assoziativen Fähigkeiten richtig einschätze, reicht, dass ich sie berühre. Aber das ist für mich tatsächlich noch recht neu. Also hoffe ich eher, dass es reicht. Wir brauchen schnell oder stehst du dann? Das geht in der Regel sehr schnell. Ich habe eher das Gefühl, dass mehr Zeit in meiner Fantasie vergeht als in der echten Welt, wenn ich etwas über dieses Objekt erfahre. Okay. Wir brauchen von Jethro noch unbedingt die Fallnummer. Ja, ich lese mal, genau. Nicht sozusagen die ganze Asservatenkammer durchsuchen müssen. Ich glaube, die steht dabei. Ja, so und da müsste auch draufstehen, hoffentlich entweder mein Name oder unsere Namen, also oder ein Deckname. Wer bin ich, dass ich Zugang dazu habe? Oder reicht dieses Schriftstück und sagt der Träger des Schriftstückes? Ja, die anfordernde Stelle muss sicher draufstehen, also die Dienststelle sozusagen. Ja, aber da steht ja, dadurch kann ich ja herausfinden, als was ich mich vorstelle. Stelle ich mich vor als FBI, CIA, NSA. Wahrscheinlich steht da irgendwas von, also es ist ja eine richterliche Anordnung. Predigerseminar. Vielleicht ist es auch irgendwie, dass er irgendwie den Staatsanwalt arbeitet oder so. Ja. Ja, dann wäre ich der im Auftrag des District of Attorney oder sowas, ne? District genau. Attorney wäre dann der Auftraggeber, ja. Ja, gut. Gut. Okay, also Dale fährt den Fluchtwagen und Cyrus und Clara gehen rein. Mhm. Gute Aufteilung. Und Jethro tut Jethro-Dinge. Ich könnte den Fluchtwagen fahren. Ich bin ein super Fahrer. Nein, tust du nicht. Sonst kommen wir da nie weg. Ich blinke immer rechtzeitig, zeige das Signal, in welche Richtung ich meine. Ja, also das Sheriff Office ist West First Street, Ecke Hudson Street. Houston Street, Entschuldigung. Und damit relativ zentral in der Stadt. Ja. Ich glaube, es könnte sein, festgelegt. Aber da in der Nähe ist auch eine Feuerwache. Da könnte Dale sich heimisch fühlen. Ist halt so ein kleines Sheriff-Office. Die Stadt ist ja nicht sonderlich groß. Parken irgendwie zwei so Sheriff-Autos vorne vor. In dem einen sitzt gerade so halb so ein etwas dickerer Typ drin. Er isst einen Donut. Und hat einen dicken Kaffeebecher, den er gerade irgendwie balanciert. Die Klischee kann es doch gar nicht geben. Ja, wenn ihr reinkommt, sieht man auch hier die Provinz, irgendwie das Kleinstadtnest, irgendwie, also großartig Größe hat dieses Office halt auch nicht. Es gibt halt einen Empfangsschalter, wo eine Dame vorne sitzt und gerade irgendwas im Computer tippt und dann, als ihr reinkommt, euch freundlich anlächelt. Oh! Guten Morgen, wie kann ich helfen? Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Dame. Wir sind hier im Auftrag des District Attorneys. Wir müssen einmal Zugriff auf die Asservatenkammer haben. Oh, wir haben hier ein Schriftstück, falls Sie dieses brauchen. Ja, nimmt das Schriftstück entgegen, schaut dann so ein bisschen skeptisch darüber. Sie habe ich aber ja nie gesehen. Die neue? Nein, das ist absolut richtig. Ja, wir haben eine neue Zuteilung bekommen über den Bundesstaat. Das ist, wie das Behördenwesen so funktioniert. Sie kennen das sicher. Richter Lincoln, ach, das ist der ständig neue Leute einstellt. Ja. Fürchterlicher Kerl. Mein Beileid für den Chef, aber gut. Na, was will man machen? Es bringt immer ein Geld nach Hause, richtig? Ja, man macht, was man tut. Haha. Gut, folgen Sie mir.
Sehr gern. Sagen Sie, habe ich die Möglichkeit, hier irgendwo einen Kaffee zu bekommen? Oh, sicher, klar. Da vorne ist der Automat. Oder Sie danke, gehen danke. Gegenüber in den Kaffeeshop. Da gehen nein, Kollegen. Nein, nein, ich ziehe mir hier ein. Dankeschön. Dann würde ich auch gleich den Umweg gehen, weil um noch assiger, legerer zu wirken, würde ich versuchen, das Ganze so unauffällig lässig zu machen. Ja, sie wartet halt mit Clara im Gang und wartet, bis du den Kaffee gezogen hast. Oder willst du... Möchtest du auch einen Kaffee? Wir sind hier wahrscheinlich eine ganze Weile. Ich jetzt oder die? Ja, du. Ich tue dir einen aus. Danke, dass du jetzt fragst. Später vielleicht. Ja, das ist so ein 90er-Jahre-Kaffeeautomat mit so einer richtig, mit diesen Plörre, die da rauskommt und diesen ganz ekligen alten Kaffeebechern, die sind in diesem braunen Ton. Geil. dieser Industriekaffee, der da. Genau, Kaffee, Tee oder Brühe, genau. Egal, was du gedrückt hast, es kommt das gleich. Genau, ja. Wir kennen sie alle noch von früher, diese Automaten. Ja, und schmeckt nicht besonders gut, aber es ist Kaffee, glaube ich. Oder glaubst du? Ja, dann folgen wir. Ja. Wir zeigen den Weg. Ja, ihr kommt dann in so einer Asservatenkammer an und tatsächlich... die ein bisschen größer ist, ist auch durch so einen Schott abgedichtet, also dass man da nicht einfach so rein kann. Trägt dann irgendwas in so eine Liste ein, irgendwie das. Darf ich mal kurz Ihre Namen wissen? Die muss ich für die Liste? Oh, selbstverständlich. Navid. Navid. Und? Miller. Miller. Navid. Miller. Okay, welche Fallnummer brauchen Sie? Ach ja, das steht ja hier. Folgen Sie mir, das müsste da hinten irgendwo sein. Danke, danke. Ja, führt euch dann zu so einer Art Käfig, wo dann irgendwie ganz viele Kisten und so gestapelt sind. Oh, das sieht ja nach ein bisschen Sortierarbeit aus. Ja, da haben wir eine Wohnung ausgeräumt. Ja, ach, da sind wir sicher eine ganze Weile beschäftigt. Tja, und das dafür, dass es nur eine Routinemaßnahme ist, super. Großartig. Gut, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr fertig seid oder etwas braucht. Ich bin vorne. Alles klar, vielen Dank. Lieben Dank. Wenn ihr fertig seid, tragt euch doch bitte auch aus. Machen wir. Selbstverständlich. Und sie tippelt davon. Alter, wieso sagst du denn deinen richtigen Namen? Hast du nicht deinen richtigen Namen gesagt? Hallo? Ich habe gesagt, ich würde bereit sein zu lügen. Ich habe nicht gesagt, ich lüge immer. Hallo? Wer bin ich denn? Ja, die ersten im Chat sind auch schon dabei, ihre Wetten zu platzieren. Ich muss auch Fahrtfinder, möchte ich sagen. Gut. So, lass gucken jetzt, schnell hier. Außerdem ist mein Talent, nicht spontan andere arabischstämmige oder persische Namen zu erfinden, die ich auch gleichzeitig buchstabieren könnte, wenn die Frau mich gefragt hätte. Und du kannst auf keinen Fall einen anderen Namen haben, denn noch nie haben Menschen mit persischem Aussehen andere Namen getragen. Ich glaube, ich bin auffällig genug. Otto Fottungs Friedrich Wilhelm. Ich glaube, ich bin der Einzige in dieser kleinen Stadt. Vermutlich bin ich der einzige persisch aussehende, blondierte junge Mann mit. Ich will mich auch gar nicht drüber streiten. Jetzt mach mal hin hier. Wir müssen die Kisten finden. Also jetzt die Kisten einmal, sind da schon da. Okay. Also wenn ihr die aufmacht, sind in einigen Kisten sind halt Aktenordner drin. Und in anderen sind halt so Elektronikteile da drin. Irgendwie ein Laptop könnt ihr sehen, irgendwie ein Desktop-PC, Monitore. Mhm. Ja, ich würde mal die Objekte alle in die Hand nehmen, von einer Kiste auf den Tisch räumen und gucken, ob irgendwas schon gleich so tingly irgendwie was triggert, ob eins mehr irgendwie reagiert. Ansonsten damit wir heute schon mal gewürfelt haben, kannst du ja mal ein erstes Mal heute mal würfeln.
Moment, ich muss. Meine Disziplin da, ne? Nee, das erstmal noch nicht. Können wir Okay. gleich auch gerne machen. Noch mal irgendwie ein Wits- und Awareness-Wurf. Einfach mal, um da drüber zu gucken, grob über das Zeug. Das kann Clara gerne auch machen. Da muss man hier sagen, mit Witz, genau. Erst Zack, den zack. Skill und dann. Ja, genau. Klappt das? Gucken wir mal, ob das klappt. Hat das geklappt? Nix. Nee. Ach, Modifiers fragt er noch. Submit eigentlich. Null. Keine Modifiers. Jetzt hat. Genau. Ja, du hast bei dem Zahnrad, klick nochmal auf das Zahnrad drauf. Nee, jetzt ist bei mir was da. Ja, klick nochmal auf das Zahnrad. Ja. Und sag, aktivier mal deine 3D-Würfel, weil sonst sieht man die nicht richtig. Ah, das hatte ich nicht. Zack. Also du hast vier Enable, ja, Erfolge habe ich jetzt. gewürfelt. Und Clara ist noch dran. Alright. Erstmal mit dem Charakterbogen zurechtkommen hier. Das ist einmal Aufmerksamkeit ganz rechts bei den Fähigkeiten bei dir und dann Geistesschärfe. Das ist oben bei den Eigenschaften. Klickst du auf den Würfel neben Aufmerksamkeit und dann kannst du das zugehörige Attribut wählen. Und man hört Clara nicht, weil sie gemutet ist wahrscheinlich. Ja, genau. Awareness mit Wits, dann kombiniere ich. Submit. Modifiers keine. Da fliegen die Würfel. Sehr schön. Das sind 3 Erfolge. Ja, dann fällt Clara auf, dass es. Ja, einmal ein bisschen wenig ist vielleicht dafür, dass man eine ganze Wohnung ausgeräumt haben soll. Das ist so das, was dir als erstes irgendwie so auffällt. Und als Cyrus dann die ersten Sachen irgendwie auspackt, fällt ihm so auf, so, das soll ja so die Besitztümer von irgendwem sein. Dafür sieht das alles noch relativ, also der Laptop, den du da rausholst, der ist sehr neu. Und der sieht auch noch nicht sonderlich gebraucht aus oder so. Also keine Kratzer dran. Keine irgendwelche, ja, irgendwie Abnutzungserscheinungen an der Tastatur. Oh, jetzt ist er weg. Ja, ich war kurz weg, tut mir leid. Dann sage ich das nochmal, irgendwie wenn du zum Beispiel den Laptop irgendwie auspackst aus der Kiste, merkst du sehr schnell, dass er irgendwie relativ neu ist. Also dafür, dass der irgendwie von jemandem halt benutzt worden ist. Also keine Kratzspuren dran, sonstige Abnutzungserscheinungen sind da nicht dran, keine ja, manchmal sieht man ja auf den Tastaturen, dass so die Buchstaben so ein bisschen weggehen, wenn man da viel dran getippt hat oder auch, das ist auch nicht, und jetzt ist er schon wieder weg. Jetzt bin ich wieder da, alles gut. Aber ich hoffe, du hast es mitgekriegt, jetzt muss ich es nochmal sagen. Nein, leider nicht, es tut mir leid. Okay, nochmal. Also, nochmal, ich hoffe, du fliegst nicht raus wieder. Der Laptop hat keine Abnutzungserscheinungen, also es sieht sehr, sehr neu aus. Tastatur und gar nichts. Also nicht WASD und Leertaste ausgehackt schon. Genau, ja. Okay. Und ähnlich geht es, wenn du die Akten irgendwie, die sind halt so Fotos und so ein Ding halt zusammengestellt. Das sind halt total belanglose, zusammengewürfelte, random Fotos, die auch keinerlei irgendwie Zusammenhang zu haben scheinen. Und wenn du die Aktenordner rausholst und die ein bisschen durchblätterst, merkst du auch so, dass nach Seite 3 oder 4 einfach leere Seiten da drin sind. Sicherheitshalber dennoch von den Sachen zumindest schon mal Handyfotos machen, weil wir das ja zumindest damit Jethro auch das auch sieht. Vielleicht übersehen wir dabei etwas. Ich sehe hier überhaupt keinen Zusammenhang. Siehst du irgendeinen? Ich habe das Gefühl, dass das also soll auch sowas darstellen ausgetauscht wie, worden ist. Soll halt sowas darstellen, wie halt persönliche Fotos irgendwie, die auf dem Nachttisch stehen oder so, aber die haben halt wirklich, ja, die sehen halt aus wie Stockfotos, ne? Genau, wie die Dinger, die man halt in den Läden halt irgendwie an. Ja. Na, es sieht alles aus, als wäre es kunstvoll zusammengestellt worden, als
nichtssagende Fake-Beweisstücke. Leider absolut. Also sogar der Rechner sieht aus, als wäre er irgendwie nicht mal im Ansatz gebraucht. Also weder der Bildschirm hat irgendwelche Spuren, noch auf der Tastatur ist irgendein Buchstabe ausgegraut oder eine Taste gibt nach oder sowas. Dass sie noch nicht mal einen gebrauchten Laptop zum Fälschen genommen haben. Ja, das ist natürlich jetzt, es entspricht dem, was Jethro ja gesagt hat, zu der Tatsache, dass der Fall verwischt werden soll oder unter den Teppich gekehrt werden soll. Meinst du, naja, ja. Man sagen, dass die Polizei hatte gerade selber eine neue Ausstattung bekommen, da war noch ein neuer Laptop übrig, den man annehmen konnte als Beweisstück. Also das konntet ihr sehen, während ihr durchgegangen sind, die ganzen technischen Geräte sind alle ziemlich neu, wo ihr da durchgelaufen seid. Ja, ja. Außer der Kaffeeautomat. Ja, ich nehme noch einen Schluck von meinem Kaffee, gucke auf irgendwas. Die Kisten sind wahrscheinlich diese Standardboxen, die so, was weiß ich, 40x40x40 Zentimeter sind, ne? Mhm, und dann genau. Mit so einem Pappdeckel drauf. Mhm. Ja, komm, es muss doch irgendwas da sein. Ich gucke mindestens das. Da ist doch wahrscheinlich so ein Etikett reingesteckt worden, ne? Mit der Fallnummer. Ja. Ich schaue mal, ob das was bei mir triggert, in der Hoffnung, dass ich sehe, was einer der Polizisten da weg- oder reingelegt hat, als das da reingelegt worden ist. Mhm. Das würde ich mit meinem Skill versuchen zu, also ob ich da irgendwas fühle. Okay, dann würfel mal auf, war das hier bei dir Perception und... Ja, Perception, Empathie. Und da es die beiden in der Form nicht gibt, ist es hier Resolve und Technology, habe ich einfach genommen. Genau, richtig. Ja. Mal gucken. Weil Empathie gibt es wohl, das ist Insight. Also, ja, ich habe es jetzt nicht mit Insight, also ich habe jetzt Technologie einfach geskillt auf das Niveau und dann... Achso, okay. Ich habe es mir, du wirst es gleich sehen, ich habe es ja, wenn es würfelt, müsste es zeigen. Mhm. Oh, da kommen jetzt auch Würfel, perfekt. Und da siehst 5 du auch Psychometrie und so weiter und so fort, ne? Mhm. Alles klar. Ja, wer kann, der kann, so einen blöden Zettel mit einer 17, 13, 1 drauf, ne? Ja, also was Clara jetzt sieht, ist, dass Cyrus' Körper sich so leicht anspannt und die Augen leicht trüb werden, nur ganz leicht, wenn du ein bisschen drauf achtest, oder was mit ihm passiert. Und für Cyrus verschwimmt die Wirklichkeit, das hat er ja schon mal irgendwie gesehen, irgendwie alle Farbe geht aus den Dingen raus und so ein bisschen wirkt es so, als würdest du auf so einem alten Videorekorder die Sachen zurückspulen. Du siehst halt dieses Zettelchen, wie es sich durch den Raum bewegt und dann langsam wird ein Körper sichtbar, der den trägt. Du folgst dem halt eine ganze Zeit lang in deiner Vision und siehst dann einen wie der Zettel auf dem Tisch liegt und wahrscheinlich ist das der Empfangstisch, wenn du das richtig wahrnehmen kannst. Es ist mit diesen Visionen halt immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Du würdest halt schätzen, dass es der Empfangstisch ist, weil oben auch siehst halt von unten nach oben dieses Deckenlicht, was leicht flackert, das hattet ihr eben auch schon wahrgenommen, das ein bisschen kaputt ist. Und du siehst einen bärtigen, etwas älteren Mann mit einer Sheriff-Uniform auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen jüngeren Herrn mit einem Hawaii-Hemd. Und die scheinen sich zu unterhalten. Okay, wie hat der Körperform, Haarfarbe, kann ich irgendwas erkennen, irgendein markantes Feature außer dem Hawaii-Hemd oder ist das so blurry, dass das wirklich nur das Markante ist, was ich wahrnehme? Also das ist das Markanteste, was du wahrnehmen kannst. Du kannst auch leicht irgendwelche Gesprächsfetzen irgendwie erkennen und als die sich die unterhalten sich halt über den Fall irgendwie so und der Sheriff sagt, ja, ganz mysteriös und so und das ist eine große, große Sache und dann die letzten Worte, die dann von dem anderen Typen fallen, ist dann, ja, fürchterlich, aber jetzt haben sie wenigstens neues Equipment, das ist schon mal ganz gut. Und das haben wir auch dringend gebraucht, diese alten Möhren hier. Und dann am Ende ist es so, dass der letzte Satz, der fällt, ist,
Sie lassen den Fall jetzt auf sich beruhen. Und dann dreht der andere Typ sich um, ja, ich lasse den Als Fall jetzt. Als Befehl. Okay. Ja, so, klingt so ähnlich, ja. Ja, das macht Sinn. Das, wir haben ja eh nichts rausgefunden, ja. Und dann geht er, nimmt deinen Zettel mit und geht wieder durch den Raum. Und dann endet die Vision. Habe ich den Eindruck, den ich außerspielerisch habe, dass dieser Mensch gegen seinen Willen diesen Satz wiederholt und gelebt hat? Gegen seinen Willen ist jetzt schwer zu sagen. Der war schon sehr einverstanden damit, irgendwie einfach nur, ja, das macht Sinn, ja, irgendwie so. Mhm. Aber der Satz war total deplatziert irgendwie, das kam dir. Ja. Weil das vorher nicht zum Gespräch passte. Aha. Was hast du gesehen? Ja, Moment. Ah, das ist immer ein bisschen komisch, wieder normal zu sehen. Scheinbar den Sheriff und einen anderen Mann in einem Hawaii-Hemd, den ich nicht genauer beschreiben kann. Und die beiden haben sich unterhalten darüber, dass der Fall sehr groß und sehr außergewöhnlich mysteriös ist. Und der andere Mann meinte sowas wie, ja, aber dafür haben sie jetzt neues Equipment. Und da meinte der Sheriff, ja, aber wir müssen ja noch irgendwie da weiterschauen und so. Und der Mann in dem Hawaii-Hemd meinte, ja, aber sie lassen den Fall jetzt fallen. Oder gehen oder laufen oder ignorieren das jetzt. Und exakt denselben Wortlaut hat der Sheriff wiedergegeben und dann auch nicht weiter nachgefragt. Das wirkte so, als würde ich dir jetzt sagen, ja, wir sollten jetzt diesen Raum verlassen. Und statt dass wir den Raum verlassen, wiederholst du den genau gleichen Satz. Und dann gehen wir. Weißt du, was ich meine? Mute. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hab dir mal ein Bild geschickt von der Person, die du gesehen hast über Skype. Ah, ja, habe ich gesehen. Ich würde den so grob beschreiben, wie ich ihn dann auch gesehen habe. Der hat so mittellange Haare, einen leichten Dreitagebart, ein bisschen so gewellt bis lockige Haare, eine relativ markante hier Kinnlinie. Ich würde ihn wahrscheinlich wiedererkennen, vermute ich. Okay. Was denkst du, wer war das? Oder was? Das ist eine sehr gute Frage. Also, Vampir, nicht Vampir? Auf jeden Fall gibt mir meine Fähigkeit, nenne ich es mal, einen wesentlichen Moment in Bezug auf den Gegenstand. So habe ich es zumindest bisher erfahren. Und ein wesentlicher Moment ist der Moment, wo dieser Fall ignoriert wird oder fallen gelassen wird. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Person, die das veranlasst hat, dass dieser Fall nicht mehr weiter ernst genommen wird. Und dass ein Mann mit einem Hawaii-Hemd, der dem Sheriff gegenüber das einfach so sagt und der auch betont, jetzt hast du neues Equipment oder jetzt habt ihr neues Equipment. Also wenn wir rausfinden, wer das neue Equipment gegeben hat, ist das schon mal ein Indiz. Wenn ich weiß, wer das ist, kann ich gucken, ob das die Person war. Hast du in dieser Vision andere Gegenstände gesehen, die du auch noch anfassen könntest? Leider hatte keiner was direkt in der Hand von denen. Es schien so, als hätte der Sheriff den Zettel genommen, wäre rausgegangen und war vorne in dem Empfangsraum. Das flackernde Licht, hast du das gerade wahrgenommen durch Zufall? Es hat genauso geflackert wie vorhin. Das lässt mich vermuten, dass das unmittelbar hier im Vorderraum war. Mit ganz viel Glück hat er auch einen Kaffee gezogen wie ich, aber wenn es ein Vampir gewesen sein sollte, dann hat er keinen Kaffee gezogen, nach dem, was ich gehört habe. Oh, Moment. Wenn es einer von denen war, hat er keinen Kaffee gezogen. Ich erinnere mich, dass ich das Wort nicht mehr so laut sagen sollte. Ah. Mein Fehler. Wenn jemand mithört, mein Name ist nicht David. Nein.
Ich hoffe einfach mal, diese Runde wird nicht überwacht. Bänder nachträglich löschen. Ich hoffe einfach mal, dieser Raum wird nicht überwacht. Ansonsten liebe Grüße an Nein, die Asservatenkomma wird nicht überwacht. Nein. Nein, unmöglich. Seid ihr nicht nur Hunter, ihr seid auch noch ein aktiver Maskeradebruch. Das ist aber eigentlich so die effektivste Methode, um so eine Vampirgesellschaft auszutöten, oder? Ich zähle das als Teilerfolg. Nein, also ich vermute, dass da kein weiterer Gegenstand weiterhelfen wird, zumindest nicht aus dieser Sequenz, die ich gerade nochmal wahrgenommen habe. Okay, ist hier in den Kisten noch irgendwas? Lasst uns doch nochmal durchgucken. Ah, besser noch ein zweites, drittes Mal durchschauen, das ist richtig, ja. Also wenn ihr die Computer nochmal anmacht oder so, die sind halt blank. Also da ist irgendwie, die sind halt werksneu. Ja. Und halt ja klar, einfach hochfahren. Wie gesagt, diese Akten sehen halt auf den ersten Seiten so aus, als ob da irgendjemand halt irgendwelche Steuererklärungen oder so abgeheftet hätte. Wobei wenn man sich genauer dann drauf, irgendwie, wenn man sich das genauer anschaut, man sehr schnell merkt, dass es einfach auch gar keinen Sinn macht, was da steht. Einfach nur irgendwie random Wörter zusammen sind. Also die machen schon irgendwie Sinn, aber so zum Beispiel die Rechnungen stimmen alle nicht und so. Und wie gesagt, nach 2, 3 Seiten sind einfach nur blanke Seiten drin dann. Es sieht wirklich aus, als hätte da jemand richtig, richtig wenig Aufwand betrieben, um das so aussehen zu lassen, wie es jetzt aussieht. In der Erwartung, dass das niemanden mehr jemals interessieren wird. Also da muss sich jemand sehr sicher gewesen sein, was mich mehr und mehr zu der Idee bringt, dass wir hier nicht sehr lange bleiben sollten. Okay. Ja, wenn es diesen Zwang gibt, diesen Fall fallen zu lassen, dann brauchen wir auch nicht mehr nachfragen, glaube ich. Nein, aber wir behalten es im Hinterkopf. Ja, ja gut. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr machen wir hier heute mal so einen Cut und dann könnt ihr beim nächsten Mal ja schauen, dass wenn ihr Jethro mal ins Bild setzt, was ihr gefunden habt, und dann mal schauen, wie ihr weiter vorgeht. Ein paar Hinweise gab es ja dann heute schon. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste ja kaum was tun. Das ist immer sind immer die besten Runden, wenn der Spielleiter nicht sich zurückhalten kann und die Spielerinnen und Spieler alles selber machen. Sehr, sehr cool. Und ja, cool, cool. Ach, danke an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Es waren ordentlich Leute da. So 13 im Schnitt, das ist ganz gut. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr es später schaut, hinterlasst uns einen Kommentar unten, auf wen ihr tippt, auf die Vampire oder auf die Hunter. Team Unbesiegbarkeit hier. Ja. Wer euer Lieblingshunter ist, genau. Ja, und wir sind glaube ich alle sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und welcher Vampir dran glauben muss oder ob überhaupt ein Vampir dran glauben muss oder ob ihr euch total dumm anschnillt und gar nichts hinkriegt. Aber bis wir? Jetzt. Ja, und wenn ihr nicht genug kriegen könnt da draußen vom Rollenspiel, über mir steht die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol, da könnt ihr drauf gucken, da gibt es einen Eventkalender, der euch anzeigt, dass fast jeden Tag mindestens 2 bis 3 Streams irgendwie laufen, ähnlich wie dieser hier. Also jetzt gerade, wo ihr wahrscheinlich alle zu Hause sitzt und wenig zu tun habt, beste Unterhaltung nebenbei beim Budeputzen oder Heimoffice machen oder so. Soweit, so gut. Wie hat's euch gefallen als Spielerinnen und Spieler? War okay? Oder irgendwas, wovon ihr mehr, weniger haben wollt? Nee, warum? Sehr, sehr lustig. Angenehm chaotisch. Ja. Ich glaube, wir fangen uns noch. Da bin ich ganz zuversichtlich, aber angenehm chaotisch. Ich fand diesen Kommentar mit dem 3 Engel für Jethro fand ich super spannend und passend. Ja, schon. Das hatte was. Und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ihr euch in der ersten Folge so paranoid irgendwie gegeneinander stellt, dass ihr seinen vor euch als Vampir verdächtigt. Ja. Ich glaube, wir sind damit noch nicht durch. Ja, aber ich habe den dann schon gegessen.
Du warst danach auf Toilette und hast ihn ausgekotzt oder so. Was weiß ich. Aber für das, was wir erlebt haben, ist das doch das Mindeste. Ohne viel Information zusammengeworfen zu werden. Hallo? Ja, das gehörte dazu irgendwie. Das ist, fand ich die Zusammenkunft jetzt, also man hätte es ja auch spielen können, so ihr seid jetzt zusammen und macht jetzt irgendwas, ja. Aber ich finde das so eigentlich spannender. Einfach auch, weil gerade nach dem, was Clara und Dale erlebt haben, ist es ja auch irgendwie so, dass so eine gesunde Paranoia, so ist er dann auch irgendwie da, ne? Und gerade wo der Vampir dir damals auch irgendwie so eingepflanzen wollte, dass du selbst Dale nicht vertrauen sollst und so, ist das schon ganz, ganz gut. Ja. Ja. Und Jethro hat sowieso seine eigenen Probleme. Der ist ja nicht umsonst so krass gebaut worden, der Charakter. Der soll ja auch Angriffsfläche bieten. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, scheiße, ich hätte wenigstens die Beschreibung meines Charakters nochmal lesen sollen. Das war so ein bisschen unangenehm. Ich war so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Bis auf das Alter stimmte dann aber doch alles. Ja, immerhin hast du dir den Charakter ausgedacht, der muss ja irgendwo herkommen, ne? Ja, aber es ist echt lange her und seitdem ist gerade auch echt viel passiert. Das habe ich halt auch gemerkt. Ich habe echt gebraucht, bis ich drin war, so. Ja. Aus dem, was gerade los ist. Ja, das ist natürlich richtig. Wir haben ja auch ziemlich lange gebraucht, jetzt um dieses Vording zu haben. Eigentlich sollte die Leopardin 202 auch noch mitspielen, aber die hat leider zu viel um die Ohren. Und übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, das Besondere an dieser Runde ist außerdem, dass meine vier Spielerinnen und Spieler alle den gleichen Beruf haben im realen Leben, ja. Und da generell sehr zeitlich eingeschränkt sind. Jetzt gerade wahrscheinlich nicht mehr so doll wie sonst, aber das geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Die letzten Tage waren trotzdem echt stressig. Mhm. Für wen nicht. Wenn ihr die feiert und wenn ihr die gut findet, dann teilt das Ganze doch auch mal mit euren Freunden oder so. Vielleicht ist das ganz nett. So die erste Session von was, da hat man auch noch nicht viel verpasst. Und wir haben auch heute viel erklärt. Und eigentlich wollten wir in 2 Wochen weiterspielen, so einen 2-wöchigen Rhythmus haben. In 2 Wochen habe ich allerdings im Kalender schon einen anderen Stream festgemacht. Das heißt, wir müssen uns nachher nochmal zusammensetzen und dann schauen, wann wir weiterspielen. Ich hoffe, dass wir vorher noch einen Termin kriegen, nicht, dass wir jetzt 4 Wochen warten müssen, bis wir das nächste Mal wieder, dann haben wir nämlich das gleiche Problem, was wir jetzt eben hatten, dass wir nicht mehr da reinkommen. Also wir haben ja jetzt auch nicht nur montagsabends frei. Das ist ja... Genau. Cat-Content einem Koali-Stream, ja, das ist selten. Aber wenn er den Dreihänder dabei hat, gehört die Katze auch dazu. Das ist es gibt kaum ein Video ohne Katze bei mir. Das ist übrigens sehr schön. Überleitung zum Werbeblock, denn wenn ihr das noch nicht kennt, der Dreihänder hat auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr mal drauf gucken. Wie heißt der? Stell den mal kurz vor, damit die Leute wissen, wo sie gucken müssen demnächst. Tatsächlich Pastor, denn wir sind alle tatsächlich Pastor und daher ich einfach nicht. Der Kanalname. Ja, gut, aber deine Spieler heute und Spielerin. Und in der Hauptsache geht es da um Videospiele, ein bisschen Popkultur auch, aber in der Hauptsache Videospiele und Katze. Ja, vor allen Dingen so schöne, trashige Indie-Computerspiele. Ja, mehr so Itch.io, also nicht die kommerziell erfolgreichen, sondern wirklich die, die niemand sonst spielt. Dann müsst ihr die nur einmal sehen. Ja, und ganz neu hast du ja das Rezensieren von Filmen entdeckt. Das ist ein besonderes, tolles Videoformat. Und auch da natürlich nur Trash-Filme, die irgendwas mit Pastoren und Kirche zu tun haben. Und ich bin schuld an dem einen Video. Ja, du, der Joba lacht da unten, der ist schuld an Fist of Jesus. Ein Zombie-Splatter-Film mit Jesus. Ja, also wenn euch das interessiert, Zombie-Splatter mit Jesus, damit ihr nicht wisst, was das für ein Film ist, dann guckt ihr mal die Rezension beim Dreihänder an, die ist sehr, sehr ulkig und zeigt auch, glaube ich, ganz gut, was diesen Film ausmacht. Ja, also drauf gucken. So. Soweit ich weiß, haben Dale und Clara, also beziehungsweise J-Over 0204 und The Impossible Girl keinen YouTube-Kanal, stimmt das so? Das heißt, noch nicht. Das heißt, da kann man noch nicht. Wer weiß, was die Quarantäne noch mit sich bringt. Das heißt, da kann man keine Werbung machen. Der Shutdown oder so. Keine Ahnung.
Ja, aber der Pölle hat einen YouTube-Kanal. Der kann man Werbung machen. Ja, kann ich, klar. Ich spiele mehrheitlich auf meinem YouTube-Kanal die 7 gezeichneten Kampagnen vom Schwarzen Auge. Unter anderem mit so netten Spielern wie dem Koali. Komischer Typ sein. Der einen absolut außerweltlichen und super unüblichen Waldelfen spielt, der jetzt gerade in ein Abenteuer startet, das er selber noch nicht so ganz versteht. Genau, weiter geht's da auch nächste Woche, 25.03. geplant im Moment. Aber wer weiß, vielleicht kommen da noch so der ein oder andere Termin dazu. Ich habe mir ja jetzt, das hatte ich gestern auf deinem Kanal ja auch schon angekündigt, ein neues System zu Gemüte geführt. Da kommt demnächst vielleicht auch noch mal was, aber da ist alles noch nicht fest. Von daher, da jetzt schon für zu werben, wäre etwas verfrüht. Ja. Genau. Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir finden den nächsten, hoffentlich einen naheliegenden nächsten Termin. Wann das sein wird, dass wir wieder weiterspielen, das könnt ihr auf meiner Homepage nachgucken, auf www.derkoali.de, oder ihr schaut auf dem Nerdpool nach, da seid ihr immer aktuell und verpasst keine Folge Hunter Blood and Sand. Jetzt am Sonntag geht's weiter mit den Vampiren. Mal schauen, ob die sich so gewahr werden, dass es Hunter in der Stadt gibt. Also, dass es Hunter gibt, wissen sie, aber dass es euch gibt, wissen sie, glaube ich, noch nicht. Und bin gespannt. Und ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Danke. Ciao.